Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder des Kuratoriums der DBU, Herr Dr. Brickwede, die Vorsitzende, Frau Parlamentarische Staatssekretärin Schwarz-Hüller-Sutter wird in Kürze auch da sein. Sehr geehrte Damen und Herren, Umweltpreisträgerinnen und Umweltpreisträger, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt begrüße ich Sie herzlich zu unserem heutigen Symposium, Klimakonferenz in Katowice. Wie erreichen wir die Klimaziele, die wir heute anlässlich der Verleihung des Deutschen Umweltpreises 2018 hier in der Messe Erfurt durchführen. Bereits im Jahr 2016 war die damalige Klimakonferenz Thema eines Umweltpreissymposiums. Umsetzung des Klimaabkommens von Paris stimmt die Richtung, lautete damals die Leitfrage. Eine der Schlussfolgerungen war, dass die Erkenntnisse aus den Naturwissenschaften keinen Zweifel lassen. Der Klimawandel ist längst Realität und nichts, was erst in Zukunft passieren wird. Und in welchem Ausmaß dies der Fall ist, bestätigte der am 8. Oktober diesen Jahres veröffentlichte Sonderbericht des Weltklimarates des IPCC. Demnach liegt der Grad der aktuellen globalen Erwärmung bereits bei einem Grad über dem vorindustriellen Niveau. Die Folgen spüren wir alle schon jetzt mit Extremwetterlagen rund um den Globus. Auch bei uns der sehr lange, heiße und vor allem trockene Sommer in unseren Breitengraden setzte die Landwirtschaft, aber auch den Wäldern unter Druck. Die Bäume leiden nicht nur unter Trockenstress, die Fichte auch unter massivem Befall von Borkenkäfern. Auch für uns als DBU oder in Form unserer DBU-Tochter Naturerbe sehen wir auf den eigenen Flächen, wie intensiv wir hier die Folgen des diesjährigen Sommers in der Fläche sehen, in einem Ausmaß, wie auch wir es noch nie erlebt haben. In anderen Regionen der Erde hat der Klimawandel noch weiterreichende Folgen. Klimabedingte Ernteausfälle und Ressourcenknappheit bedrohen die Nahrungssicherheit, gefährden Stabilität, gefährden Entwicklung und gefährden Sicherheit in vielen Regionen unserer Erde. Ein wichtiger Schritt zur Begrenzung des Klimawandels ist das Pariser Abkommen von 2015. Es war ein großer Erfolg. Und das Abkommen setzt einen verbindlichen Rahmen, um in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts die Treibhausgasneutralität und eine weltweite Klimastabilisierung zu erreichen. Die mittlere Erdtemperatur soll unter 2 Grad, möglichst unter 1,5 Grad, über vorindustriellem Niveau gehalten werden. Aber wie diese abstrakten Zielvorgaben konkret erreicht werden sollen, das wurde in Paris nicht beschlossen. Und diese mühevolle und auch konfliktträchtige Arbeit ist Kern der nächsten Klimakonferenz, ist Kern der Konferenz im Dezember in Katowice, noch dazu einem symbolträchtigen Ort für die anstehende große Aufgabe. Denn dort im Zentrum der polnischen Kohlewirtschaft soll vereinbart werden, wie sich das Pariser Abkommen praktisch umsetzen lässt. Die Vertreterinnen und Vertreter der Vertragsstaaten werden über den Stand der nationalen Klimabeiträge und über gemeinsame Regeln zur Überprüfung dieser Beiträge diskutieren. Und hoffentlich nicht nur diskutieren, denn im Zentrum steht das Ziel, ein Regelbuch mit konkreten, unverbindlichen Umsetzungsregeln zu verabschieden. Die Bundesregierung hat die im Pariser Klimaabkommen geforderten Strategien zum Klimaschutz im Klimaschutzplan 2050 festgelegt. Deutschlands Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 die Treibhausgasemissionen um 55% im Vergleich zu 1990 zu senken und 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu werden. Neben den nationalen Klimaschutzzielen bestehen auch europarechtlich verbindliche Klimaschutzverpflichtungen. Es steht bereits fest, dass Deutschland die in den sogenannten EU-Effort-Sharing-Entscheidungen festgelegten Ziele verfehlen wird. Verfehlung mit durchaus teuren Folgen, denn falls die nationalen Ziele nicht erreicht werden,
wird Deutschland bei anderen EU-Mitgliedern überschüssige Emissionsrechte kaufen müssen, mit Auswirkungen für den Bundeshaushalt. Und Sie erlauben es mir, wenn ich so deutlich sage, die Milliarden, die hier voraussichtlich an Kompensation für Klimaschutzverfehlungen ausgegeben werden, könnten sinnvoller investiert werden im Klimaschutz, im Bereich Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und anderen Dingen, wo dringend Investitionen im Sinne des Klimaschutzes notwendig sind. Aber es geht bei der Zielerreichung auch um Glaubwürdigkeit, um politische und vor allem klimapolitische Glaubwürdigkeit. Und Deutschland steht als bevölkerungsreichster und wirtschaftsstärkster Mitgliedstaat in einer besonderen europäischen Verantwortung, Vorreiter bei der Verringerung von Treibhausgasemissionen zu sein, um den Klimawandel einzudämmen. Von zentraler Bedeutung für den Klimaschutz sind eine deutliche, verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien sowie die Reduzierung des Energieverbrauchs und die Steigerung der Effizienz. Nur durch eine umfassende Energiewende kann das 2- bzw. das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden. Außerdem bietet die Energiewende die Chance, zu zeigen, dass eine Transformation zu einer nachhaltigen, in Wohlstand und Würde lebenden Gesellschaft möglich ist. Die Energiewende in Deutschland ist heiß diskutiert, aber sie erfährt eine ungebrochene Zustimmung der Bevölkerung. Laut einer aktuellen Akzeptanzumfrage sprechen sich 93% der Bevölkerung in Deutschland für eine stärkere Nutzung und den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien aus. Die noch spannendere Zahl ist, 63% tun das auch dann, wenn dies in unmittelbarer Nachbarschaft geschehen soll. Dennoch, die Umsetzung der Energiewende sorgt für zum Teil massiven Konflikt, die in einer pluralistisch verfassten Gesellschaft nicht totgeschwiegen werden dürfen. Interessenunterschiede müssen im demokratischen Raum offen ausgesprochen und ausgetragen werden. Da sind die Akteure nicht immer zu beneiden. Insofern drücken wir hier den Mitgliedern der von der Bundesregierung eingesetzten Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung hier die Daumen, dass sie es schaffen, in den nächsten Tagen und Wochen hier diesen grundsätzlich zielführenden Ansatz, die Interessen an einen Tisch zu bringen, auch übereinander bekommen zu überzeugenden Ergebnissen. Um Interessenausgleich und Lösungen bemühte Ansätze wie diese stimmen mich zuversichtlich. Ich bin überzeugt, trotz aller Schwierigkeiten, der Wandel ist machbar. Wir kennen die Fakten, wir wissen, was zu tun ist. Der entscheidende Punkt ist, dass es jetzt auch getan wird. Dazu hat der IPCC-Sonderbericht dringend angemahnt, dass der globale Kohlendioxidausstoß im Jahr 2050 null erreicht haben muss, um eine Chance zu haben, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Noch ist es möglich, die Klimaerwärmung zu begrenzen. Das erfordert ein Umdenken und schnelle und deutliche Maßnahmen und Anpassungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Wir als Deutsche Bundesstiftung Umwelt unterstützen die Forderungen des Weltklimarates, denn als Stiftung richten wir unsere Arbeit entlang des Konzepts der planetaren Leitplanken aus. Dieses Konzept beschreibt den Rahmen, innerhalb dessen ein sicheres gesellschaftliches und wirtschaftliches Handeln auf dieser Erde möglich ist. Ein Konzept, das deutlich macht, dass wir hier Handlungsspielräume haben, aber das eben auch deutlich macht, dass vor diesem Hintergrund die konsequente Umsetzung des Pariser Klimaabkommens dringend notwendig ist. Neben den planetaren Leitplanken sind für uns als DBU die Ziele der nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen, die Sustainable Development Goals, handlungsleitend. Beide im Jahr 2015 verabschiedeten Vereinbarungen stellen einen globalen Wendepunkt dar. Nie zuvor gab es einen so universellen und demokratisch verabschiedeten Entwicklungsplan für die Menschen und für den Planeten. Und nun sind wir aber auch alle gefordert, ehrgeizige sozioökonomische Entwicklungsziele innerhalb global definierter Umweltziele Wirklichkeit werden zu lassen. Wirklichkeit werden zu lassen, international, europäisch, national und vor Ort. Und wir als DBU sehen unsere Rolle darin, als Partner der Wirtschaft zu unterstützen, insbesondere Lösungsansätze kleiner und mittlerer Unternehmen, Lösungsansätze, die uns helfen, Stück für Stück
an unterschiedlichen Stellen Umweltprobleme aktiv anzugehen, die technologischen Möglichkeiten, die wir haben, tatsächlich auch zu nutzen. In unserem Förderalltag sehen wir tagtäglich, dass viele kleine technologische Entwicklungen und Innovationen in vielen kleinen Unternehmen in Summe ganz praktische Antworten auf die großen Herausforderungen geben und dass der kluge deutsche Mittelstand damit ganz wesentlich zur Lösung der uns gestellten Aufgabe im Umwelt- und Naturschutz beitragen kann. Unser letztjähriger Preisträger, die Oswald Elektromotoren GmbH, Herr Oswald, Frau Oswald, auch Ihnen ganz herzliches Willkommen heute, ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Viele gute Ansätze sind da, damit wir unsere Klimaziele erreichen, wird es darauf ankommen, diese Innovationen auch tatsächlich in den Markt und in die Breite zu bringen. Als Förderstiftung sehen wir weiteren Handlungsbedarf. Wir unterstützen die Entwicklung von Lösungsansätzen zum Klimaschutz, beispielsweise in den Themenbereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Quartiersentwicklung, Klima- und ressourcenschonendes Bauen, aber auch an Punkten wie beispielsweise dem Holzbau, der aus unserer Sicht eine Schlüsselrolle spielen kann, Klimaschutz, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in einen einzigartigen Dreiklang zu bringen. Sie sehen, zusammen mit unseren Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft möchten wir als DBU unseren Beitrag zur Lösung der drängenden Herausforderungen im Umwelt- und Naturschutz leisten, als Förderer, aber durchaus auch als Moderator und Brückenbauer. Und auch deshalb kommen wir hier zusammen. Und wir freuen uns, dass Sie so breit und so viel da sind, denn all das, was wir machen wollen, baut darauf auf, ein breites Netzwerk zu haben in die Wirtschaft, in die Wissenschaft, in die Zivilgesellschaft, die Politik und alle Ecken dieser Gesellschaft, die gemeinsam einen Beitrag leisten können. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Während der Verleihung des letztjährigen Deutschen Umweltpreises sagte er, zitiere, die Zukunft mag ungewiss sein, aber unsere Preisträger zeigen, sie ist am Ende das, was wir daraus machen. Und in diesem Sinn, was wollen wir aus der Zukunft für uns Menschen, uns den Planeten machen? Welchen Beitrag können und müssen wir dazu leisten als Gesellschaft, als Wirtschaft, als Individuum? Welche Wege gilt es zu beschreiten? Ich freue mich sehr auf einen spannenden Impulsvortrag von Ihnen, sehr geehrter Herr Professor Edenhofer. Und auch auf die anschließende Diskussion bin ich sehr gespannt, freue mich auf die Beiträge von Frau Professorin Schlacke, von Herrn Lösch, Herrn Oswald und Herrn Professor Weiger. Außerdem freue ich mich, dass auch dieses Jahr wieder die Stipendiatinnen und Stipendiaten unseres DBU-Stipendienprogramms in das Umweltsymposium eingebunden sind. Besonderer Dank dieses Jahr Frau Ritala André, die hier in der Podiumsdiskussion auch diese Perspektive junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einbringen wird. Insofern, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ich wünsche uns heute eine interessante Veranstaltung, gute Gespräche und die richtigen Klimaschutzimpulse, die wir gemeinsam brauchen. Schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank. Ja, besten Dank an Alexander Bonde für diese Eröffnungsrede und vor allem den flammenden Appell, den positiven Appell, wir können es schaffen, hat das ja letztendlich bedeutet, was Sie gesagt haben. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Gregor Steinbrenner. Ich bin Redakteur und Moderator des Wissenschaftsmagazins Nano auf Dreisat. Und falls Sie gestern Abend um 18.30 Uhr Dreisat eingeschaltet haben, dann wissen Sie schon, wer den Umweltpreis morgen bekommt. Den haben Sie nämlich bei uns gesehen, beziehungsweise beide Preisträger. Wir begleiten die DBU und den Deutschen Umweltpreis schon seit mehreren Jahren und eben auch in diesem Jahr. Und freue mich, dass ich hier sein darf und die Diskussion nachher hier leiten darf. Bei Nano haben wir natürlich auch berichtet über den Sommer, den Sie angesprochen haben, den Jahrhundert oder auch Jahrtausend oder was auch immer Sommer, den sehr heißen auf jeden Fall. Klar, ein Sommer macht noch kein Klima, aber er gibt zumindest einen Vorgeschmack darauf, was passieren kann, wenn wir nicht handeln. Darüber wollen wir uns heute streiten, hoffentlich auf der Bühne hier. Wir haben schon im Vorfeld einige kontroverse Punkte abgegriffen, also ich glaube, das wird sehr munter und sehr spannend. Damit die Diskussion möglichst störungsfrei stattfindet, sage ich zwei Selbstverständlichkeiten, nämlich bitte Handy aus, auch Facebook-Benachrichtigungen, Twitter, WhatsApp, Telegram und sowas.
Wir wollen keine Bings hier hören und keine Lüt-Lüt. Das wäre nett. Flugmodus ist immer ein ganz guter Tipp. Und falls Sie fotografieren wollen, was natürlich bei dem illustren und ansehnlichen Podium bestimmt sehr erstrebenswert ist, bitte ohne Blitz. Mitdiskutieren können Sie auch, beziehungsweise Anregungen in die Runde bringen, Fragen, im Idealfall natürlich möglichst kurz, damit wir hier die Chance haben, darauf einzugehen in der gebotenen Länge. Wir haben Mikrofone, die wir rumgeben. Vielleicht geben Sie mir einfach nachher ein kleines Handzeichen, wenn Sie einen Beitrag leisten wollen. Oder, falls Sie sich nicht vor diesem Publikum hier entblößen wollen mit einer Frage, haben wir auch über Twitter unter dem Hashtag UWP18 die Möglichkeit, Fragen, Anregungen, Informationen, Diskussionsbeiträge einzubringen. Bitte? Im Flugmodus wird das schwierig, das ist richtig. Gut, dann würde ich vielleicht doch eher auf den Klingelton leise machen verweisen. Ja, Sie haben recht. Wir haben nicht zu Ende gedacht. Wie so vieles. Wir steigen ein mit einem Impulsvortrag von Professor Edenhofer, eben schon angekündigt. Der Sonderbericht des IPCC, er hat hoffentlich alle noch mal wachgerüttelt. 1,5 Grad ist absolut empfehlens- und erstrebenswert. Die Frage ist tatsächlich, wie kommen wir dahin? Die Forderung, bis 2050 die CO2-Emissionen auf Null zu bringen, die ist mehr als nur ambitioniert. Wir bekommen dazu Denkanstöße, die nötigen wissenschaftlichen Fakten von Professor Edenhofer, Professor für die Ökonomie des Klimawandels an der TU Berlin und Direktor, neuer, frisch gebackener Direktor des PIC, des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Herzlich willkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr herzlich für die ehrenvolle Einladung an diesem heutigen Nachmittag. Und ich habe die Aufgabe, über den 1,5-Grad-Bericht zu reden und natürlich vor allem um die Frage zu ringen, wie man diese Ziele erreichen kann. Die Kernthese meines Vortrages ist, dass die Politik sich immer ehrgeizigere Ziele setzt, die nach Möglichkeit weit in der Zukunft liegen, aber immer weniger den Mumm hat, die dazu notwendigen Mittel zu ergreifen. Und das möchte ich ein bisschen ausführen und mein Vortrag hat zwei Teile. Der erste Teil ist pessimistisch und wenn ihr dann das Maximum des Pessimismus erreicht habt, dann werdet ihr zum Schluss schrittweise optimistischer und ich werde dann schließen mit einem optimistischen Ausblick. Vielleicht haben Sie das gelesen, dass vor wenigen Tagen die Internationale Energieagentur gesagt hat, dass 2018 die Emissionen wieder einen historischen Höhepunkt erreichen werden. Nachdem die fast eine Dekade lang etwa mit 3% pro Jahr gewachsen sind, haben sie dann ein bisschen stabilisiert. Wir sind jetzt wieder auf dem ursprünglichen Wachstumspfad, so ungefähr bei 2%. Mein Kollege Fatih Pirol, der Chef der Internationalen Energieagentur, hat darüber sein großes Erstaunen zum Ausdruck gebracht. Das kann man nur verstehen, wenn man weiß, dass die Internationale Energieagentur seit fast 5 Jahren immer wieder behauptet, dass auf den internationalen Märkten die Kohle ihrem Ende entgegengeht. Was ich Ihnen hier heute vermitteln will, ist, und das ist der pessimistische Teil, wir sind weltweit nach wie vor inmitten einer Kohlerenaissance. Und der Grund, warum die Emissionen im Jahr 2018 einen erneuten historischen Höhepunkt erreichen werden, hat genau damit zu tun. Wenn Sie sich mal hier diese Grafik anschauen, und aus Zeitgründen vielleicht vor allem die, dann sehen Sie ziemlich deutlich, dass die CO2-Emissionen, die aus der Kohle kommen, seit 2000 drastisch zunehmen, dass sie jetzt so ein bisschen leicht abnehmen, aber wir werden dann in der Zukunft sehen, sie steigen wieder vermehrt an und das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass entgegen aller Prognosen nicht nur der Internationalen Energieagentur die Kohle ein fulminantes Comeback in den 2000er Jahren hingelegt hat. Weltweit sehen wir natürlich, dass die Emissionen in manchen Teilen der Welt, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, moderat sinken. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass in den Vereinigten Staaten der Gaspreis niedriger ist als der Kohlepreis.
Das gilt auch für die Europäische Union, da hat es andere Gründe, da geht es im Wesentlichen um die Erneuerbaren. Und Sie sehen, dass nach wie vor China ein wichtiger Treiber bei den globalen Emissionen ist und Indien so langsam aufzuholen beginnt. Das ist nicht fürchterlich neu, diese Erkenntnis, aber ich glaube, es ist wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen, was sind eigentlich die strukturellen Gründe, warum die Emissionen, warum wir bei der Emissionsentwicklung mitnichten auf einem 1,5 Grad, 2 Grad, wir sind auch nicht auf einem 3 Grad, im Augenblick sind wir eher auf einer 4 Grad Trajektorie. Der IPCC-Bericht, der berühmte 1,5-Grad-Bericht, hat nochmal ziemlich deutlich gemacht, übrigens, das ist so eine typische IPCC-Grafik, sie ist eigentlich auf den ersten Blick völlig unverständlich, wird immer zitiert und hat eine ganz wichtige Botschaft. Aus Zeitgründen gehe ich jetzt gar nicht hier in die Details, aber das Wichtige ist, dass es schon einen Unterschied gibt bei den Klimafolgen zwischen 1,5 und 2 Grad. Schon bei einem 1,5 Grad Anstieg werden die Korallenriffe verschwinden, die Extremwetterereignisse werden zunehmen an Intensität und auch an Häufigkeit. Die großkaligen Tipping Points im Erdsystem werden bei 1,5 oder 2 Grad noch nicht aktiviert werden, aber es ist schon so, dass wir erhebliche Klimafolgen sehen, wenn die globale Mitteltemperatur statt auf 1,5 auf 2 Grad steigt. Das war eine wichtige Kernbotschaft des jüngsten IPCC-Berichts, denn man hatte eigentlich damals, als wir den 5. Sachstandsbericht gemacht haben, war man eigentlich der Auffassung, dass hier die Klimafolgen kaum wahrnehmbar sein werden. Was mir wichtig ist, ist an dieser Grafik Ihnen nochmal vor Augen zu führen, dass selbst wenn man jetzt die großkaligen Ereignisse wie etwa das Absterben des Amazonas mal vor Augen außen vor lässt, dann zeigt sich schon ziemlich deutlich, dass ungebremster Klimawandel auch dazu führt, dass in vielen Regionen der Welt das Wirtschaftswachstum massiv einbrechen wird. Und zwar nicht nur deswegen, weil etwa in Afrika die Agrarproduktion zurückgeht, sondern weil der Klimawandel auch auf Sektoren, die wir bislang viel weniger betrachtet haben, wie zum Beispiel den Bausektor oder auch schlicht und einfach die Industrieproduktion, weil man nicht in allen Teilen der Welt schlicht und einfach Fabrikanlagen kühlen kann, so ohne weiteres, sieht man ziemlich deutlich, dass es zu einem erheblichen Einbruch des Wirtschaftswachstums kommt und der Klimawandel das Potenzial hat, die ohnehin bestehende Ungleichheit zum Beispiel zwischen Europa und Nordafrika erheblich zu verstärken. Und ich brauche Ihnen nicht extra hier vor Augen zu führen, was das für das Thema Migration und Flüchtlinge bedeuten kann. Natürlich werden angesichts solcher Szenarien Menschen angesichts von Wasserknappheit, Bodendegradation natürlich in anderen Regionen der Welt ihr Glück versuchen wollen. Aus meiner Sicht ist diese Grafik hier die wichtigste Grafik meines Vortrags. Und wenn Sie nichts von meinem Vortrag mitnehmen, diese Grafik sollten Sie mitnehmen. In Paris haben wir im Wesentlichen beschlossen, und das hat der 1,5-Grad-Bericht nochmal verstärkt, dass wir in der Atmosphäre weniger als 800 Gigatonnen noch ablagern dürfen. Da kann man jetzt darüber streiten, ob der 1,5-Grad-Bericht sagt, es sind 600 oder 7, es ist irgendwo unter 800 Gigatonnen. Was Sie aber auch sehen ist, und das ist jetzt sehr wichtig, dass im Boden etwa 15.000 Gigatonnen CO2, also in etwa das 20-fache mehr in Form von Kohle, Öl und Gas lagern. Und selbst wenn man nur die wirtschaftlich zugänglichen Ressourcen und Reserven mit in die Betrachtung einbezieht, ist es immer noch das Zehnfache. Und das heißt im Klartext, wenn wir Klimapolitik betreiben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass der Großteil der Ressourcen und Reserven von Kohle, Öl und Gas im Boden bleibt. Das ist die schlichte Herausforderung jeglicher Klimapolitik. Und das bedeutet ökonomisch, dass die Vermögen der Besitzer von Kohle, Öl und Gas entwertet werden. Das ist die schlichte Implikation. Stellen Sie sich mal vor, für einen Augenblick, die Welt wäre umgekehrt. Der Club of Rome hätte recht gehabt. Gehen wir mal davon aus, wir hätten eine echte Ressourcenknappheit und die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre wäre viel größer als die Ressourcen, die wir im Boden hätten. In welcher Welt würden wir dann leben? Nun, die erste Implikation wäre, ich bräuchte heute Nachmittag nicht hier stehen, weil es gäbe kein Klimaproblem und Sie könnten sich vielleicht mit anderen wichtigen Themen beschäftigen. Aber noch wichtiger ist,
Was würden denn die Wirtschaftsminister auf diesem Planeten in einer solchen Welt sagen? Die würden Reden halten und würden sagen, angesichts der enormen Ressourcenknappheit und der steigenden, dramatisch steigenden Preise für Kohle, Öl und Gas ist es ein Gebot der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, Energieeffizienz zu steigern, Erneuerbare zu fördern. Im Grunde genommen, die Energiewende wäre ein Imperativ der globalen Wettbewerbsfähigkeit. In einer solchen Welt würden wir dann leben. Aber in dieser Welt leben wir nicht. Denn die Ressourcenmärkte werden für den Rest des 21. Jahrhunderts nur moderate Preise zeigen. Oder anders ausgedrückt, im 21. Jahrhundert sind die fossilen Energieträger nicht knapp. Und gemessen an der Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre haben wir ein Überangebot an fossilen Energieträgern. Und das bedeutet, wir brauchen so etwas wie eine globale Kooperation aus dem Freiland der Atmosphäre, wo im Augenblick jeder das ablagern kann, was er ablagern will, muss ein echtes globales Gemeinschaftsgut werden, in dem die Nutzungsrechte nach Kriterien der Fairness verteilt werden. Das ist genau das, was man in den internationalen Klimaverhandlungen, in den berühmten COPs, jetzt auch wieder in der COP24 Anfang Dezember in Katowice versucht. Aber jetzt sagen die Wirtschaftsminister nicht mehr, der Klimaschutz ist ein Imperativ oder die Energiewende, die Steigerung der Energieeffizienz, die Förderung der Erneuerbaren ist ein Imperativ der sozialen, der Wettbewerbsfähigkeit, sondern jetzt ist plötzlich die Klimapolitik ein Grund, angeblicher Grund für die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit. Denn weil wir eine internationale, globale Vereinbarung brauchen, hat jeder Staat auch einen Anreiz, aus dieser Vereinbarung auszusteigen und auf Kosten der anderen sich Vorteile zu verschaffen. Und das ist eigentlich das Kernproblem, vor dem wir stehen, dass wir eine stabile internationale Vereinbarung bräuchten, in der die Anreize, aus solchen Abkommen auszusteigen, möglichst gering ist. Das ist das Kernproblem. Aber was müsste denn eigentlich, nehmen wir mal an, wir könnten dieses globale internationale Kooperationsproblem lösen, das wird sehr schwierig werden, aber ich bin eigentlich überzeugt davon, dass es gehen kann. Und ich werde dann am Schluss auch sagen, in welche Richtung wir da gehen müssten. Aber wir könnten uns jetzt nochmal die Frage stellen, wenn das so ist, dass wir ein Überangebot an fossilen Energieträgern haben, gemessen an der Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre, welche Optionen haben wir denn dann eigentlich weltweit mit dem Klimaproblem fertig zu werden? Ich sehe im Wesentlichen drei. Erstens, hoffen auf ein Wunder. Sie lachen. Ich bin katholisch, ich glaube an Wunder, aber ich verlasse mich auf keine Wunder. Aber ich kann Ihnen zumindest sagen, wie dieses Wunder ausschauen müsste. Nehmen wir an, wir würden morgen früh aufwachen und Sie würden den Preisträgern des Umweltpreises in einer Situation den Preis verleihen, wo wir jetzt wüssten, dass die Stromgestehungskosten von Wind und Solar so gering sind, dass niemand mehr einen Anreiz hätte, aus dem Boden Kohle zu holen. Das wäre doch eine wunderbare Welt und vor allem hätten dann die Ingenieure für uns das Problem gelöst und wir müssten die Klimapolitik nicht mehr in die Hände von Klimadiplomaten legen. Wir wären alle beruhigt, wenn das so wäre. Aber jetzt überlegen Sie sich mal für einen Augenblick, was geschieht, wenn dieses Wunder Zeit braucht. Und es ist ja gar keine Frage, dass die Kosten für die Stromgestehungskosten für die Erneuerbaren in den letzten 10 Jahren dramatisch gesunken sind. Und die werden auch noch weiter sinken, aber das dauert eben und braucht Zeit. In dieser Zwischenzeit und in diesem Zwischenzeitraum werden, weil wir die Erneuerbaren fördern und weil wir die Erneuerbaren auf den Markt bringen, auch die fossilen wieder günstiger und preiswerter. Das heißt, es werden dann wieder vermehrt fossile Energieträger genutzt, vor allem die billigste Energieträger, Primärenergieträger, nämlich Kohle. Das ist genau die Situation, die wir in China erleben. China ist nicht nur der größte Markt für Erneuerbare, sondern der Anteil ist immer noch ein hoher Anteil an Kohleverstromung, irgendwo bei 80%, und so schnell wird es nicht geringer werden. Weil wir aber nur noch ein begrenztes Budget in die Atmosphäre ablagern dürfen, ist der Zwischenzeitraum, in dem dieses Wunder geschieht, absolut entscheidend. Und deswegen müssen wir uns für diesen Zwischenzeitraum vorbereiten und dafür brauchen wir eine sinnvolle Politik. Aus meiner Sicht wäre mit Abstand die sinnvollste Politik, wenn wir einen CO2-Preis hätten, der die Knappheit
der Atmosphäre zum Ausdruck bringt. Das macht nämlich ein CO2-Preis. Ein CO2-Preis bestraft die Nutzung der fossilen Energieträger entsprechend ihres Kohlenstoffgehalts. Kohle am stärksten. Er begünstigt auch die CO2-freien Alternativen. Und drittens, er erzeugt Einnahmen. Und das Schöne ist, dass diese Einnahmen, die wir durch so eine CO2-Bepreisung erzeugen, höher sind als das, was die Besitzer der fossilen Energieträger an Vermögensverlust zu tragen haben. Das heißt also, für die Gesellschaft als Ganzes bleibt da auf jeden Fall etwas übrig, mit dem er etwas Sinnvolles anfangen kann. Und das sind aus meiner Sicht ist eine absolut entscheidende und wichtige Option. Es gibt noch zwei andere Optionen, aber die sind so absurd, dass ich mir die jetzt aus Gründen der Zeit einfach erspare. Wie würde denn jetzt so ein 1,5-2-Grad-Szenario in etwa ausschauen? Wir müssten tatsächlich die Emissionen ziemlich bald absenken. Wir bräuchten sehr schnell den Peak für die Emissionen 2020, das ist morgen, wenn wir das einigermaßen kosteneffizient machen. Wir müssten den Stromsektor irgendwo so 2030, 40 vollständig dekarbonisieren. Warum? Der Stromsektor spielt die entscheidende strategische Rolle bei jeder Energiewende. Denn die anderen Sektoren, zum Beispiel der Transportsektor, der wird nur dann dekarbonisiert werden können, wenn wir eben die Option Elektrifizierung haben, also E-Mobilität zum Beispiel. Das macht aber nur Sinn, wenn vorher der Stromsektor dekarbonisiert worden ist. Und was wir auch benötigen ist, vor allem für die industriellen Restemissionen, wir brauchen negative Emissionen. Das ist hoch umstritten und ich hoffe, alle von Ihnen haben den 1,5-Grad-Bericht sorgfältig gelesen. Denn er sagt nicht nur, wir brauchen bis Mitte des Jahrhunderts null Emissionen, er sagt eben auch, ein 1,5-Grad-Ziel ist mit negativen Emissionen schlechterdings nicht zu erreichen. Dass diese negative Emissionstechnologien, die CO2 aus der Atmosphäre entziehen, in hohem Maße umstritten sind, dass die auch Nebenwirkungen haben für andere Nachhaltigkeitsziele, ist offensichtlich. Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, diese sogenannten Negativ-Emissionstechnologien können ohne weiteres hochskaliert werden. Aber wer 1,5 Grad und auch wer 2 Grad sagt, muss irgendwann auch über negative Emissionen nachdenken. Das 1,5-Grad-Ziel dramatisiert die Situation gegenüber dem 2-Grad-Ziel noch mehr. Und wir sind bei den freiwilligen Selbstverpflichtungen, die die Staaten auf den Tisch gelegt haben seit Paris, weit, weit davon entfernt. Es ist sicherlich besser als das Business-as-usual-Szenario, aber es reicht mitnichten aus, weder für ein 2-Grad noch für ein 1,5-Grad. Wir haben also hier eine gewaltige Vermeidungslücke. Jetzt will ich das hier nochmal so zeigen bei den Emissionen, was wir sozusagen an sektoraler Aufteilung haben, also an Emissionen, die in den Sektoren noch eine Rolle spielen werden, im Gebäudesektor, Transportsektor und Industriesektor. Und das ist sozusagen das Minimum, was wir noch emittieren werden, liegt irgendwo bei 1000 Gigatonnen. Da können wir uns anstrengen, wie wir wollen. Und deswegen werden wir zu einem erheblichen Teil auch über negative Emissionen reden müssen. Das muss nicht nur die Verbindung von Biomasse und CCS sein, da gibt es noch andere Optionen. Aber das ist aus meiner Sicht eine dringende Debatte, die jetzt geführt werden muss. Woher kommt eigentlich der Zeitdruck in der Klimapolitik? Kommt der Zeitdruck aus dem Klimasystem, weil das vielleicht in den nächsten Jahren kippt? Nein. Der Zeitdruck der Klimapolitik kommt aus den Investitionsdynamiken und den Investitionszyklen. Und das möchte ich Ihnen hier mal ganz kurz zeigen und beschreiben. Was Sie hier sehen, das ist die globale Situation der Kohlekraftwerke. Da sehen Sie die geplanten, die im Bau befindlichen und die existierenden Kohlekraftwerke. Und diese Kohlekraftwerke allein würden über ihre ökonomische Lebenszeit hinweg 330 Gigatonnen emittieren. 330 Gigatonnen. Erinnern Sie sich vorher noch an meine Zahl 800? Das heißt also fast die Hälfte des verbleibenden Kohlenstoffbudgets würde aufgebraucht werden durch die existierenden, die im Bau befindlichen und die geplanten Kohlekraftwerke. Wenn ich sage geplante Kohlekraftwerke, dann steht das nicht nur auf einem Zettel, sondern da gibt es dafür Beschlüsse, dass das umgesetzt werden soll. Wenn wir dann noch alle anderen Infrastruktursektoren mit einbeziehen, also wie zum Beispiel Gebäude, Straßen, dann kommen nochmal 500 Gigatonnen mit dazu.
Das heißt also, eigentlich ist die jetzige globale Infrastruktur, würde schon im Wesentlichen die gesamten verbleibenden Emissionen, die wir uns noch zugestanden haben, in dem Paris-Abkommen verbrauchen. Wie schaut es regional aus? Es wird immer gesagt, ja, China hat doch so viele Kohlekraftwerke, so viele Pläne zurückgefahren. Das ist richtig. Heimisch baut China heute weniger Kohlekraftwerke. Entlang der Seidenstraße investiert aber China nach wie vor massiv in Kohlekraftwerke. Und dann schauen Sie sich mal vor allem die kleineren Länder an, wie Bangladesch, Japan, Ägypten, Pakistan und die Philippinen. Dort ist die Mittelschicht auf dem Weg in eine globale Mittelschicht mit dem entsprechenden Lebensstil. Und wenn dieses Wachstum finanziert wird am Ende des Tages durch einen Kohleboom, dann werden wir die Tür zum 1,5-Grad-Ziel und auch zum 2-Grad-Ziel unwiderruflich zuschlagen. Die Dramatik und der Druck für die Klimapolitik kommt aus diesen Investitionszyklen. Wenn alle diese Kohlekraftwerke mal gebaut sind, dann wird es sehr, sehr schwer, eine effektive und ambitionierte Klimapolitik durchzusetzen. Und ich habe bewusst noch gar nicht von Afrika geredet. Über Afrika spricht man nicht, weil das quantitativ im Augenblick noch so wenig ist. Aber auch in Afrika gibt es sehr, sehr ambitionierte Kohlepläne. Das sind hier die Kohleausbaupläne in allen Ländern auf diesem Planeten. Das überspringen jetzt, obwohl die Folien wunderbar sind, aber ich muss jetzt langsam zum Schluss kommen. Und ich habe dann auch versprochen, dass ich jetzt so langsam auf die optimistische Schiene gehe. Was mir an der Sache wichtig ist, die Kohlefrage, die so eine zentrale Frage ist, kann aus meiner Sicht nur begegnet werden, wenn wir uns über ein Mittel klar werden, nämlich die CO2-Bepreisung. Und viele von Ihnen werden sicherlich denken, naja, so ein CO2-Preis, das ist so eine typische Idee von irgendwelchen Ökonomen im Elfenbeinturm, das denken die sich halt aus. Es gibt doch viele andere Mittel auch. Es gibt doch Effizienzstandards und es gibt so wunderbare Mittel, wie man das machen kann. Was ich Ihnen hier sagen will, ist Folgendes. Die Umweltpolitik der Vergangenheit hat ihre größten Erfolge mit dem Ordnungsrecht eingefahren. Mit Verboten und Geboten, und das war gut so. Weil das sozusagen dazu beigetragen hat, dass die lokalen Umweltprobleme gelöst worden sind. Aber Transformationsprozesse dieser Art, dass wir bis 2050 eine emissionsfreie Weltwirtschaft wollen, ist schlechterdings mit Ordnungsrecht nicht zu machen. Dazu brauchen Sie sektorübergreifende Instrumente, die für Konsumenten, für Investoren Signale geben, wohin die Reise gehen soll, sodass Sie dann die Vielzahl der Möglichkeiten und die Vielzahl der technischen Möglichkeiten sinnvollerweise aufaddieren zu einem gemeinsamen Ziel und dass die Anstrengungen bei der Emissionsreduktion, die der eine macht, nicht durch die Emissionssteigerung an anderer Stelle zunichte gemacht wird. Und wir haben das mal ausgerechnet in der Kommission für die Weltbank und haben gesagt, bis 2020 bräuchten wir so einen CO2-Preis irgendwo zwischen 40 und 80 Dollar pro Tonne CO2 und der müsste dann bis 2030 auf 100 anwachsen. Wenn wir in diese Richtung gehen würden, dann würden wir zumindest in die Reichweite von einem 2-Grad, 1,5-Grad-Ziel kommen. Eine Klimapolitik ohne CO2-Preis ist genauso sinnvoll wie eine moderne Medizin ohne Antibiotika. Antibiotika sind nicht alles in der Medizin, aber moderne Medizin ohne Antibiotika ist undenkbar. Und eine ambitionierte Klimapolitik ohne CO2-Preis ist undenkbar. Ich weiß, dass das nicht wahnsinnig beliebt ist. Es ist sogar ausgesprochen unbeliebt. Und wenn ich sozusagen mit Politikern rede, sowohl international als auch national, und sagen, wir müssen bis zur Mitte des Jahrhunderts CO2-frei werden, dann nicken die meisten ganz ergriffen und sagen, tolles Ziel. Wenn ich dann aber sage, dann müssten aber die CO2-Preise steigen, dann kommt sofort das Argument, ich bin doch nicht zum politischen Selbstmord verpflichtet. Und das ist genau das Problem, dass wir einen Überschwang an ehrgeizigen Zielen haben, aber einfach nicht den Mumm, wir mit den Politikern zusammen haben nicht den Mumm, die dazu notwendigen Mittel zu ergreifen. Das habe ich vor kurzem, und damit schließe ich, das habe ich vor kurzem in einer Podiumsdiskussion gesagt und dann hat ein wichtiger, hochmögender, bedeutender CDU-Politiker gesagt,
das sei schon wieder so ein Hirngespinst aus dem Elfenbeinturm. Er sei Politiker, er sei seinen Wählern verpflichtet, er könne das nicht tun. Und das war so ein Saal wie hier, ungefähr 400, 500 Leute. Dann sind 20 Leute aufgestanden und haben gesagt, sie wollten ihn wissen lassen, dass sie für einen CO2-Preis eintreten würden und auch bereit wären, den zu bezahlen. Wenn Sie mich fragen, was an diesem Tag Anlass zur Hoffnung ist, dieses Erlebnis ist für mich Anlass zur Hoffnung. Herzlichen Dank. Sie dürfen sich gerne setzen. Wollen wir in die Runde fragen, wie viele hier aufstehen würden? Bitte? Wie viele hier aufstehen würden? Ja, das können wir machen. Bei der gleichen Frage? Oh. Okay, ah. Na, wenn das nicht Hoffnung. Wie viele sind mit dem Auto angereist? Stellen Sie sich dran. Mit dem Flugzeug? Na, okay, gut. Entschuldigung. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Edenhofer. Und ich darf auch bitte die anderen Diskutanten unserer Podiumsrunde aufs Podium bitten. Herrn Weiger, Frau Schacke, Herrn Lösch und Herrn Oswald, die ich Ihnen gleich noch vorstellen möchte. Vielleicht begrüßen wir sie auch mit einem Applaus, dann geht es schneller. Freie Platzwahl, genau. Ladies first, Sabine Schlacke darf ich Ihnen vorstellen, Professorin für öffentliches Recht in Münster und Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. Herzlich willkommen. Dann mal geografisch links außen, Herr Lösch, Holger Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des BDI. Jetzt verstehen Sie auch, warum das geografisch eigentlich ganz lustig war. Und Johannes Oswald, Gewinner des Deutschen Umweltpreises 2017 für den Torque-Motor von Oswald Elektromotoren, schon angesprochen von Herrn Bonde eben. Herzlich willkommen. Und Hubert Weiger, Vorsitzender des BUND und auch Umweltpreisträger 2017. Herzlich willkommen. Ja, es sind ganz viele Punkte, die eben angesprochen wurden und wir müssen uns, glaube ich, durch einiges durcharbeiten, was aber, glaube ich, auch sehr unterhaltsam werden wird. Ich möchte anfangen tatsächlich mit einem kleinen Blick in sozusagen unsere deutsche Binnensicht, wenn man so möchte, in die Strukturkommission, die Vulgo-Kohle-Kommission. Herr Weiger, Sie sitzen dort drin. Ich weiß, Sie dürfen keine Zwischenstände uns jetzt hier berichten, aber wie ist denn das Klima? Haben Sie denn das? nein, nicht das Klima. Wie ist denn dort die Stimmung? Also hat man denn so das Gefühl, wenn man da sitzt, dass die Kohlekommission zu einem sinnvollen Ergebnis kommen wird? Ja, ich glaube, dass es einen großen Grundkonsens gibt und Herr Lösch ist ja auch Mitglied in diesem gesamten Team, dass es eine gesamtgesellschaftliche Verpflichtung gibt, dem Einsetzungsbeschluss nicht nur Rechnung zu tragen, sondern ihn auch möglichst konkret umzusetzen. Und das heißt ja, Vorschläge zu machen, wie wir die große Diskrepanz zwischen dem Ziel 2020, 40% Treibhausgasemissionen und dem jetzigen Stand von knapp über 30% möglichst noch verringern können. Entscheidend ist sicherlich, wie man das Ziel 2030 der Bundesregierung erreichen kann und wie man dann schließlich auch das Ziel 2050 erreichen kann, zu dem wir uns ja verpflichtet haben. Und es ist ja das erste Mal, soweit ich das überblicke, dass es in Deutschland überhaupt einen solchen Prozess gibt, einen Prozess, in dem Vertreter der Wirtschaft, und zwar die Spitzenverbände der Wirtschaft, Vertreter der Umweltverbände, Vertreter der Wissenschaft, auch der Betroffenen, der Energiewirtschaft im weitesten Sinn an einem Tisch sitzen, um über einen solchen Auftrag zu diskutieren. Und ich sehe das persönlich auch als eine riesige Chance,
tatsächlich auch zu einem Ergebnis zu kommen, das dann natürlich ein Kompromiss sein wird, aber entscheidend ist, ob der Kompromiss dem Auftrag entspricht, nämlich dass wir eben hier ja uns verpflichtet haben, dem Pariser Ziel Rechnung zu tragen. Und das sind zentrale Verpflichtungen und, glaube ich, wenn man die gesamtpolitische Großwetterlage betrachtet, ein Großteil der politischen Situation, in der wir uns befinden, kommt ja aus der von Herrn Professor Edenhofer geschilderten Diskrepanz zwischen den hehren Zielen, die mit großer Mehrheit auch von der Bevölkerung unterstützt werden, und dann den minimalen Trippelschritten, um diese Ziele zu erreichen, und damit eigentlich der ganz klaren Nichterreichung der Ziele. Und das lässt eben viele Menschen fast verzweifeln. Und ich glaube, um an das anzuknüpfen, die Bevölkerung ist weiter, als die Politik glaubt. Man muss nur endlich bereit sein, die Wahrheit zu sagen. Wenn die Bevölkerung weiter ist, stellt man sich ja so ein bisschen die Frage, warum die Politik das noch nicht wahrgenommen hat. Ich gebe mal an Herrn Lösch die Frage. Es wäre ja ein skizziertes Ziel, das Herr Edenhofer auch schon angesprochen hat, nämlich die CO2-Bepreisung, die hohe. Da könnte man ja nun zum Beispiel national vorangehen. Ich glaube, die Schweden haben das getan. Also es gibt Beispiele, wo Staaten eben genau diesen Weg gegangen sind. Wie stehen Sie dazu? Also wir machen ja seit vielen Jahren eigentlich dieses Thema CO2-Preis immer wieder auf, auch als BDI, weil natürlich der Wirtschaft eine marktliche Lösung, eine Handelslösung wesentlich näher liegt als Ordnungspolitik oder Ordnungsrecht, besser gesagt. Ich mit den nationalen Preisen, wenn Sie sich diesmal die Sachen mal genau anschauen, dann gehen die immer sehr, sehr, sehr präzise entlang der jeweiligen nationalen Interessen. Die Schweden bepreisen da, wo sie eigentlich kein Problem haben, weil sie nämlich Atom und Wasser haben. Die Franzosen bepreisen Heizöl, obwohl sie fast alle mit Atomstrom heizen. Also, und ihre Industrien nehmen sie fast alle von überschießenden Belastungen aus. Ich denke, das ist ein Beispiel dafür, wie die Staaten im Grunde sehr stark entlang ihrer jeweiligen nationalen Eigenheiten und Besonderheiten sich mit solchen Dingen auch beschäftigen. Grundsätzlich glaube ich, dass, und das haben wir immer wieder gefordert, es wahnsinnig wichtig wäre, innerhalb der G20 zu einer vernünftigen, vergleichbaren Systematik von CO2-Bepreisung auch zu kommen. Also wir haben uns früher war es tatsächlich mal so ein Kampfelement, wenn nicht alle Mitgliedstaaten der UNO einen CO2-Preis, einen einheitlichen, einführen, dann machen wir da nicht mit. Das gab es tatsächlich, das ist Quatsch. Es wird nie einen globalen CO2-Preis geben. Aber wenn natürlich die größten und wichtigsten Industrie- und Wirtschaftsmächte der Welt ein vergleichbares Ambitionsniveau mit sicher national auch unterschiedlichen Systemen anstreben würden, würde das meiner Meinung nach schon eine große Dynamik, sowohl ökonomisch als auch ökologisch, auch technologisch auch hervorrufen. Wir haben das auch gemeinsam sehr intensiv im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft nicht ganz ohne Erfolg auch vorgebracht. Das sind sehr langsame Prozesse. Jetzt gerade in Argentinien ist es nicht so en vogue. Vielleicht sind die Japaner da ein bisschen aufgeschlossener im nächsten Jahr dann wieder, aber das ist so ein bisschen Springprozession. Einmal geht es voran, dann geht es wieder zwei Schritte zurück. Und da sind wir bei der Thematik, die wir verzweifeln im Grunde aus unterschiedlichen Blickrichtungen an derselben Sache. Natürlich würden wir uns wünschen, dass man eine deutliche Referenz an die Komplexität in der Umsetzung auch gibt, aber eben auch Rahmenbedingungen schafft, die das ermöglichen. Und da ist es in der Tat so, um mit Alexander Kluge zu sprechen, die Politik agiert so ein bisschen, die Utopie wird immer schöner, je länger wir auf sie warten. Und das ist für Wirtschaft schwierig, unbefriedigend und trägt auch, glaube ich, in der Bevölkerung und nicht dazu bei, dass wirklich das Bewusstsein entsteht, dass hier eine Urgency da ist. Und so verstehe ich auch den 1,5-Grad-Report, die Urgency wieder ein Stück weit in den näheren politischen Horizont zu rücken. Ich habe das richtig verstanden. Also das ist sozusagen eine Koalition der Willigen, die Sie vorschlagen in Sachen CO2-Bepreisung. Ja, gerne das hier. Oh, es regnet, Entschuldigung. Endlich Wasser.
Ja, also sicherlich eine Koalition der Willigen und G20 ist schon der richtige Bezugsrahmen. Aber ich muss sagen, also ich könnte mir durchaus auch in Europa eine Koalition der Willigen vorstellen und will da eine kurze Bemerkung noch machen zur Kohlekommission. Was immer Sie jetzt beschließen werden, also welche Gigawattzahl und welches Ausstiegsdatum, ich bin überzeugt davon, oder ich bin überzeugt, ich hoffe, dass die Kohlekommission auch in ihrem Abschlussbericht dann etwas zur CO2-Bepreisung sagt, denn auch in Deutschland werden wir die nationalen Ziele sonst nicht erreichen und will Ihnen das an einem ganz schlichten Zusammenhang erklären. Wenn meinetwegen 7 Gigawatt Kohlekraftwerke rausgehen, sagen wir Braunkohle, vielleicht ein bisschen Steinkohle, was würde dann passieren? Dann wird der Strompreis steigen. Wenn der Strompreis steigt, dann werden diejenigen Steinkohlekraftwerke, die mit unausgelasteter Kapazität bislang fahren, mit voller Kapazität fahren, werden mehr Emissionen produzieren und am Ende des Tages haben wir gute Chancen, dass wir trotz Kohleausstieg temporär mehr Emissionen haben. Das Gleiche wird uns passieren, wenn wir einen CO2-Preis haben, dass uns irgendwann einmal Gas durch die Decke geht. Also ich glaube, dass die Kohlekommission kann dort jetzt einen guten Ansatzpunkt, einen ersten Aufschlag machen. Aber ich glaube, Sie wären gut beraten, wenn Sie sagen würden, das Ordnungsrecht kann ja hier nur ein Anfang sein. Es bedarf einer Bepreisung. Und nach meiner Vorstellung ist es so, dass man dann eben auch in der Europäischen Union eine solche Koalition der Willigen formen muss. Denn es ist ja nicht nur so, dass Frankreich ein glühender Befürworter des CO2-Preises ist, der Koalition der Willigen, aus den Gründen, die Herr Lösch zu Recht anmahnt oder anprangert. Aber es gibt ja andere Länder, die auch in ihren Koalitionsbeschlüssen einen Kohleausstieg vorhaben. Und mit einer solchen Koalition ließe sich aus meiner Sicht ein Mindestpreis vereinbaren. Und das wäre im besten Interesse, weil ohne diese Bepreisung werden wir trotz der enormen Ambitionen, die die Kohlekommission hat, unser 2030-Ziel ansonsten nicht erreichen. Ich möchte kurz diese Gelegenheit nutzen, Sie zu ermuntern, zu animieren, auch Fragen zu stellen, Fragen zu formulieren, sich zu überlegen, wenn Sie einen Beitrag in die Diskussionsrunde geben möchten, gerne Handzeichen, nur dass Sie nicht die ganze Zeit in Ehrfurcht lauschen. Gut, der Emissionsrechte ist das eine Thema, das auch in Katowice natürlich thematisch wahrscheinlich verhandelt werden muss. Frau Schlacke, was sehen Sie denn dort als die vordringlichste Aufgabe? Was muss denn unbedingt verhandelt werden? Ja, wir müssen unbedingt verhandeln die Klimaschutzmaßnahmen, die Klimaschutzbeiträge der Mitgliedstaaten des Pariser Übereinkommens. Die wurden schon mal genannt. Wir haben eben auch gehört, die sind nicht ambitioniert genug, die müssen überarbeitet werden, die müssen ambitionierter formuliert werden. Das ist das eine. Wir werden auch über Anpassungsmaßnahmen sprechen und über Anpassungskosten. Und das dritte, worüber auch gesprochen werden muss und wofür es auch einen Artikel im Pariser Übereinkommen gibt, das sind die Fragen der Loss and Damages, also die Fragen nach Schäden und Entschädigungen. Und da müssen wir, glaube ich, etwas tiefer bohren. Und da kommen wir auch, sind wir auch ganz dicht bei unserer, ich nenne es mal, Kohlekommission. Ja? Was haben wir dort? Da haben wir eine Debatte über Gerechtigkeit. Kann es gerecht sein, wenn wir die Kohlekraftwerke jetzt abschalten und als Konsequenz aus der Braunkohle aussteigen müssen? Das ist ja die Debatte, ne? Und das Ordnungsrecht sieht dann vor, dass die bislang unbefristeten Kohlekraftwerksgenehmigungen befristet werden. Das kann man zeitlich staffeln. Dann kann man auch das Ganze eben auf den Einzelfall herunterbrechen. Aber dass wir dafür wahrscheinlich Entschädigungen staatlicherseits zahlen müssen, ist ebenfalls ziemlich klar. Das Zweite ist, wir haben dann Betroffene in den Kohleregionen, in unseren Braunkohleregionen. Wir haben Betroffene von Klimaschutzmaßnahmen. So muss man das ja jetzt sehen. Die Gewerkschaften führen hier eine ganz intensive Debatte, wie man das sozial adäquat machen kann. Und wir müssen in Katowice noch einen ganzen weiteren Schritt gehen. Wir dürfen nicht nur über die durch Klimaschutzmaßnahmen hier und jetzt Betroffenen sprechen. Wir müssen auch über die sprechen, die jetzt aber anderswo Klimaschäden erleiden, nämlich durch unsere CO2-Emissionen. Und wir haben über die zu sprechen, die zukünftig
auf diesem Planeten ganz anders leben werden, bestimmte Ressourcen nicht mehr nutzen werden, ein ganz anderes Klima vorfinden. Wir müssen über die zukünftigen Generationen sprechen und die Schäden, die sie beseitigen müssen. Das heißt, das Ganze können wir nicht auf das Hier und Jetzt begrenzen, sondern müssen auf das die anderswo und die zukünftig ausweiten. Und dann kommt eine Gerechtigkeitsdebatte in Gang, die wir jetzt führen müssen, die multidimensional ist und für die ich nur ansatzweise auch vielleicht Antworten oder Lösungsansätze aufzeigen kann. Also ich glaube, die Breite des Themas, die Komplexität des Themas, Gerechtigkeit herzustellen, generationenübergreifend und geografisch, die ist tatsächlich etwas, an dem man fast nur scheitern kann. Herr Oswald, Sie sind sozusagen der Mann aus der Praxis. Glauben Sie dran, dass, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die da oben das lösen werden? Glaube ich dran. Ich bin mir nicht sicher, ob die da oben das lösen werden. Ganz klar, ich möchte sagen, grundsätzlich habe ich erstmal mehr Fragen als Antworten in der ganzen Frage dieser CO2-Emissionen, der Frage des Klimawandels hier stellen, in ihrer Komplexität. Wenn ich jetzt noch die juristische Seite höre, wie sich sowas überhaupt als Ausstieg darstellen lässt, wird es noch schwieriger. Gott sei Dank bin ich nur der Vertreter der Industrie hier. Die hat es relativ einfach. Wir brauchen zunächst mal eine vernünftige Rahmenbedingung, in der wir handeln und weiterentwickeln. Das heißt, die technische Entwicklung geht ja rasant und enorm schnell voran und wir sind darauf angewiesen, irgendwelche klaren und auch zukunftsweisenden Rahmenbedingungen, Leitplanken zu haben, an denen wir uns entlang hangeln können. Eine meiner wesentlichen Fragen lautet, werden wir mit unserer technischen Entwicklung unsere Welt zerstören oder werden wir sie retten können? Ich habe da noch keine Antwort. Tatsache ist, wir werden die technische Entwicklung nicht zurückschrauben können. Deswegen sollten wir uns auf das Zweite verlegen. Wir sollten versuchen, sie damit zu retten oder im Positiven zu begleiten. Das heißt, wir müssen versuchen, das, was wir tun, möglichst effektiv zu machen, mehr Energieeinsparung zu tun. Das heißt, die technischen Aufgaben neu zu lösen. Es gibt eine Menge von Innovationen, mit denen wir vieles verbessern können. Deswegen ist mein dringender Wunsch, egal was hier beschlossen wird in Katowice, ist möglichst wenig detaillierte Beschlüsse, sondern ein großer Rahmen, in dem wir uns als Wirtschaft, als Industrie möglichst frei bewegen können. Der Rahmen kann eine CO2-Preis sein, das halte ich für eine sehr interessante Variante, oder ich hätte jetzt gesagt Energiepreis. An Sie hätte ich dazu die Frage, was machen wir dann mit dem Geld, was wir einnehmen? Gut, das können wir. Bevor wir darauf kommen, würde ich gerne Herrn Lösch noch fragen. So ein Rahmen kann ja nun auch durchaus wehtun, kann eben auch der Wirtschaft wehtun. Ich ahne schon, das Wort Wettbewerbsfähigkeit wird kommen. Wie stehen Sie dazu? Wir haben ja in den vergangenen 2 Jahren eine außerordentlich umfangreiche Studie gemacht innerhalb des BDI, also über alle Sektoren hinweg, wo wir uns mal die Frage gestellt haben, und ich bin auch froh, dass wir inzwischen in der Frage des Wie wirklich auch angekommen sind und nicht mehr so sehr in der Frage des Ob. Und da sind natürlich sehr, sehr viele Dinge herausgekommen, die zu tun wären, die man auch möglichst effizient tun könnte, um diese Ziele zu erreichen. Und das führt aber am Ende dazu, und da ist Herr Oswald mit seiner Firma, ich sage jetzt mal, eigentlich ein perfektes Beispiel. Ein großer Bestandteil, der anzuadressieren ist, ist das Thema Effizienz, auch in der Industrie. Was er macht ist, bauen Motoren, Antriebe für industrielle Einrichtungen, die wesentlich energieeffizienter sind als früher. So, es bedeutet aber, seine Kunden müssen in diese Technologie investieren und man muss ihnen oder sie müssen das auch wollen. Und so ist es bei ganz vielen Dingen. Die Leute müssen in Elektroautos investieren wollen, die Leute müssen in Sanierung investieren wollen. Und wir haben da mal ausgerechnet, 80% Ziel, 1,5 Billionen mehr Investitionen, nicht Kosten. 95% sind wir dann bei 2,3 Billionen bis 2050, also nicht jährlich. Und ein Teil dieser Investitionen rechnet sich heute so nicht. Ich weiß, was Herr Edenhofer jetzt sagen wird. Er wird sagen, mit einem CO2-Preis würden Sie sich jetzt rechnen. Das kann tatsächlich ein Anreiz sein. Und um auch Ihre Erwartung zu befriedigen, dann stellt sich für mich die Frage, tatsächlich werden unsere wichtigsten Mitwettbewerber sich einem ähnlich
schmerzhaften Korsett, was dann aber für uns nicht mehr schmerzhaft wäre oder nicht mehr so schmerzhaft, sagen wir es mal so, auch unterwerfen. Und da sind sie in einer global orientierten Wirtschaft wie der deutschen natürlich aufmerksam. Und da, denke ich, kann man es uns auch nicht verdenken, dass wir, wenn wir uns auf diesen Modernisierungspfad begeben, was wir ohnehin logischerweise tun sollten, dann aber immer auch die Frage stellen, sag mal, laufen die anderen mit Turnschuhen und wir mit Bleischuhen? Also jetzt, um mal ein ganz blödes Beispiel zu nehmen. Aber diese Frage stellt sich ganz eindeutig und deswegen erklärt sich auch, warum wir dieses Thema CO2-Bepreisung möglichst idealiter am liebsten gemeinsam mit unseren wichtigsten Partnern, Märkten, Konkurrenten auch machen würden. Herr Innenhofer, 30 Milliarden etwa pro Jahr werden das kosten, die auf uns zukommen. Man sagt ja, Investitionen natürlich. Man sagt ja immer, die Vorreiterrolle eines Hochindustriestandortes wie Deutschland, die kann davon profitieren. Also irgendwann werden auch die Märkte sozusagen, wenn wir vorangehen, reagieren und sagen, ach Mensch, das funktioniert doch. Und dann haben wir die Investitionen quasi auf lange Sicht doch wieder reingeholt. Ist das so? Also zunächst mal mit Herrn Lösch diskutiere ich so gern, wir könnten eigentlich schon fast bei den Argumenten Nummern vergeben und sagen, Herr Lösch verwendet Argument 3, darauf ziehe ich, der nächste Zug ist Argument Nummer 8. Das Problem ist nur, es wird uns dann niemand mehr verstehen. Genau, ja, also das ist eine ganz wichtige Frage. Mal ganz angefangen mit Herrn Oswald. Es ist ja völlig klar, dass Unternehmer eine unglaubliche Power haben, alle möglichen Energieeffizienzsteigerungen zu entwickeln, und das haben die auch in der Vergangenheit entwickelt. Es gibt ein Problem, und da glaube ich, ist es wichtig, dass Ingenieure und Ökonomen zusammenarbeiten. Was wir sehen, ist, alle Energieeffizienzsteigerungen der letzten 3 Dekaden haben immer dazu geführt, dass der Energieverbrauch gestiegen ist. Ja, wir haben effizientere Autos, aber wir haben auch schwerere Autos. Das heißt also, alles ist in einem zusätzlichen Ressourcenverbrauch umgemünzt worden. Und das ist natürlich nicht der Sinn und Zweck, das haben die Ingenieure und die Unternehmer nicht beabsichtigt. Aber das ist sozusagen auf der makroökonomischen Ebene ständig das, was wir sehen. Und jetzt die Frage, glauben wir, wenn wir jetzt sozusagen Vorreiter machen, wenn wir jetzt investieren, dass dann die anderen sozusagen wie von selber uns folgen werden? Und da würde ich sagen, unter einer bestimmten Voraussetzung ja. Aber erinnern Sie sich dran, auf den internationalen globalen Ressourcenmärkten wird im relevanten Zeitraum keine substanzielle Knappheit entstehen. Das heißt also, es wird Länder geben, die dann einen starken Kohlepfad einschlagen. Und der Punkt an der Sache ist, unser Budget ist so knapp, dass wir uns das einfach nicht erlauben können. Und wenn Sie sich das mal überlegen, wir hätten knappe Ressourcen, dann würde die ganze Welt wegen dieser steigenden Ressourcenpreise schlicht aus Wettbewerbsgründen das tun. Die interessante Situation, die wir jetzt haben, ist, es ist nicht der Weltmarkt, der uns auf den Pfad der klimapolitischen Tugend zwingen würde, sondern es sind wir selber, die uns sozusagen einen Rahmen vorgeben müssen. Nicht die Natur zwingt uns, sondern wir selber müssen durch Recht und durch Ethik gewissermaßen uns einen solchen Rahmen geben. Und das ist eigentlich das welthistorisch Neue an dem Klimaproblem. Und das ist auch das Vertrackte an der ganzen Sache. Und das müssen wir irgendwie hinkriegen. Und das werden wir auch nur dann hinkriegen, wenn wir nicht nur darüber reden, wie wir Emissionen reduzieren, da bin ich völlig und ganz bei Frau Schlacke, sondern müssen wir auch darüber reden, wie das Verteilungsproblem gelöst werden kann. Und das ist ein verdammt kompliziertes Verteilungsproblem. Nur in Klammern gesagt, ich glaube, dass sie die Verteilungsprobleme mit Preissystemen leichter lösen lassen als mit Ordnungsrecht. Klammer zu, können wir vielleicht bei Gelegenheit nochmal diskutieren. Aber das ist ein weiterer Grund, warum ich eigentlich so sehr diese Bepreisungssysteme favorisiere, weil damit auch die Mittel entstehen, um zum Teil die Verlierer zu kompensieren. Das muss uns völlig klar sein. Es gibt keinen Wandel, wenn nicht die Verlierer in irgendeiner Form moderat kompensiert werden. Das ist ein Teil, den wir brauchen. Ein anderer wichtiger Teil ist, wir werden in den nächsten 20 Jahren weltweit einen unglaublichen Infrastrukturboom sehen, vor allem in den Schwellenentwicklungsländern. Nicht nur im Bereich Energie, im Bereich Wasser, im Bereich Sanitäranlagen. Es ist ein gigantischer Investitionsboom. Und wir haben das ausgerechnet, dass mit einer moderaten CO2-Bepreisung in großen Teilen der Welt die SDGs finanziert werden können.
Und CO2-Preise sind in vielen Teilen der Welt viel leichter zu erheben als zum Beispiel Einkommensteuern oder Mehrwertsteuern. Wir werden auf den Punkt gleich nochmal kommen. Ja, genau, wir haben hier auch schon länger gemeldet. Eine Frage bei dir, bitte. Ich habe eine Frage zum CO2-Preis noch einmal. Und zwar gibt es in der EU ja bereits das Emissionsrechte-Handelssystem. Und meine Frage wäre konkret an Herrn Lösch und an Herrn Professor Edenhofer, wie man bei diesem EU-Emissionsrechte-Handel ansetzen müsste, welche konkreten Schritte notwendig sind, um das zu einem wirksamen CO2-Preis weiterzuentwickeln. Danke. Dürfen wir gerade noch sammeln? Es war noch eine Frage auf der Seite. Eine Frage an den Herrn Oswald. Was würde es denn wirklich mit Ihrer Firma und mit Ihrem Betrieb in der Industrie machen, wenn es diese CO2-Bepreisung gibt? Wie wirkt sich das aus und wie würden Sie das eben kompensieren als Industrie? Wollen Sie konkret antworten, Herr Oswald? Ja, gerne. Ja, danke für die Frage. Hier habe ich ein echtes Problem, ne? Denn ich bin kein energieintensives Unternehmen, habe kein energieintensives Unternehmen. Ich habe geradezu wahrscheinlich einen Vorteil davon, denn dann sind die Menschen noch mehr interessiert, energiesparende Produkte zu kaufen, so wie wir sie anbieten. Also insofern, das täte mir gut, die Energiepreissteigerung. Der Gedanke ist aber für mich jetzt, ja, kann ich behaupten, damit nicht verbunden. Ich glaube trotzdem, dass es gut ist. Wir haben natürlich das Problem, dass manche Industrieunternehmen dann überlegen, ob sie auswandern müssen. Gießereien, Aluminiumhersteller oder sowas, die viel Energie verbrauchen, die werden da ein Problem kriegen. Und das muss in irgendeiner Weise vernünftig überlegt werden. Da müssen wir dann als Deutschland überlegen, wollen wir die weiter bei uns haben oder wollen wir die Preise so, wenn wir das Ganze europaweit machen, wird es wieder einfach, ne? Wenn, oder weltweit noch schöner. Ne? Aber wenn wir das nur in Deutschland machen, dann haben wir ein konkretes Problem mit denen, die eben hiermit ihre Hauptkosten haben. Was haben wir gesagt mit dem Ping? Ja. Herr Lösch, vielleicht gerade dazu, die Frage war ja konkrete Schritte hin zu einer CO2-Bepreisung. Ne? Also das Abwandern der großen Industrie, der energieintensiven Industrie, na klar, das ist ein Damoklesschwert, aber trotzdem müssen wir Schritte gehen, um die Energie zu verteuern. Wie funktioniert das? Das kann ich mir jetzt sehr einfach machen. Wir haben gerade eine umfassende Reform des Emissionshandels verabschiedet in Europa. Wir haben zunächst mal eine Market Stability Reserve eingeführt. Und wir haben ein sehr umfangreiches Reformwerk, nicht wir, sondern die Europäische Union hat es beschlossen. Und der Preis hat sich ja auch seit dem letzten Jahr fast vervierfacht, was wirklich, finde ich, schon für so einen Preis eine ziemlich bemerkenswerte Entwicklung ist. Weil, glaube ich, schon auch viele, die am Markt handeln, für sich erkannt haben, vermute ich jetzt mal, dass die Politik da doch konsequenter ist, als manche unterstellt haben. Und entsprechend sind die Preise hochgegangen. Und ich denke, diese Preissteigerung, die wird auch in unseren Beratungen in der Strukturkommission natürlich auch eine Rolle spielen, weil ein steigender CO2-Preis natürlich automatisch das Geschäftsmodell Kohleverstromung nicht befördert. Aber also es ist wirklich ein sehr umfassendes Reformwerk gemacht worden, was viele der Kinderkrankheiten, die dieses System am Anfang hatte, auch wirklich ausgemerzt hat. Und die Entwicklung Vervierfachung bis fast Verfünffachung des Preises ist ja doch auch ein interessantes Signal. Wobei wir bei dem Preis natürlich immer noch unter der Schwelle sind, wo sich tatsächlich große Investitionen auch lohnen. Wir sind bei vielleicht 20 Euro pro Tonne CO2 und Experten fordern 80 Euro. Es ist abgesehen davon auch noch die Kohle stark subventioniert mit, ich glaube, Sie haben die Zahl diesmal nicht genannt, mit $150. Also das heißt, da sind wir mit der Subvention immer noch deutlich drüber, über dem, was wir über CO2-Rechte sozusagen einfordern. Frau Starke, ist das der Weg? Also kommen wir über der Markt darf es alleine richten, irgendwo werden wir dann schon sich bei den CO2-Preisen uns einpendeln, ist das der Weg? Ich möchte jetzt so ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Emissionshandelssystem, wir haben jetzt die vierte Periode, die zum ersten Mal effektiv ausgestaltet ist, jedenfalls annähernd. Und das brauchte 15 Jahre. 2003 ist die Emissionshandelsrichtlinie erlassen worden, 2005 ist der Emissionshandel eingeführt worden, aber doch nur für 45% der CO2-Emissionen der Industrieanlagen hier in Europa, in der Europäischen Union. 55% haben keinen Emissionshandel und wir haben 15 Jahre gebraucht, bis der halbwegs effektiv
von Preis her ausgestaltet ist. Das ist, man kann sagen, Erfolgsmodell, je nachdem, sieht man das Glas halb leer oder halb voll an. Ja? Also, wir kommen nur mit einer effektiven CO2-Bepreisung voran und die kann auch bedeuten, Steuern zu erheben, ja? Neben Emissionshandel, weil Bepreisung ist ja ein sehr weiter Begriff. Jedenfalls so verstehe ich die Ökonomen immer. Und darüber könnten wir jetzt auch reden, weil das ist seitens der Emissionshandelsrichtlinie durchaus möglich, dass die Mitgliedstaaten auch nebenher noch andere Sektoren mit Steuern oder Abgaben belegen. Also rechtlich möglich. Nicht alles ist rechtlich möglich, aber das ist es. Und wir kriegen es in Europa schon mal nicht hin. Und ordnungsrechtlich sind wir da auch nicht ganz toll. Also wir haben gerade eine Klage vor dem EuGH laufen auf Nichtigkeit der gesetzten Ziele, weil nicht ambitioniert genug. Und zwar in allen drei Sektoren, Emissionshandel, erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Ja, und vielleicht ist sie sogar erfolgreich, wenn man sich den niederländischen Fall anschaut. Das heißt, meine Quintessenz ist, wir brauchen andere Anstoßfunktionen. Es ist offensichtlich die internationale Gemeinschaft und auch die Europäische Union nicht wirklich in der Lage, die effektiven Maßnahmen und die ambitionierten Ziele festzulegen. Und diese Anstoßfunktionen könnten Klagen liefern. Ja, und da sind wir wieder ganz dicht beim Recht und Klagen auf ambitioniertere Ziele. In den Niederlanden hat solch eine Klage gerade Erfolg gehabt. Diese Klagen werden geführt von der Zivilgesellschaft, von Einzelnen, von natürlichen Personen, teilweise unterstützt von Verbänden. Und das ist eine ganz neue Dimension. Wir haben gezählt beim WWGU, wir haben in den USA 863 Klagen, die dokumentiert sind, die was mit Klimabezug zu tun oder einen Klimabezug aufweisen seit 1986. Und außerhalb der USA 295 Klagen mit steigender Tendenz, würde ich behaupten. Und das ist für mich sozusagen der Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels, dass die Zivilgesellschaft mobilisiert wird, ihre Möglichkeiten wahrnimmt und die Staaten, Staatengemeinschaften zwingt in gewisser Weise. Nur noch kurz eine Nachfrage an Sie als Juristin. Hat denn eine Klage, wie zum Beispiel der peruanische Bauer, der RWE verklagt, weil sein Dorf quasi weggeschwemmt wird, hat das Aussicht auf Erfolg? Ich bin nicht das Oberlandesgericht Hamm, das jetzt das Beweisverfahren hierzu eröffnet hat, aber immerhin hat das Oberlandesgericht Hamm für die Eröffnung des Beweisverfahrens prüfen müssen, ob die Klage, das heißt das, was die Kläger, unser peruanischer Landwirt, vorträgt, schlüssig ist. Das heißt, ob der Anspruch bestehen kann. Und das haben sie bejaht. Ob er den Beweis führen kann, den Kausalitätsnachweis, dass genau RWE für das Abschmelzen des Gletschers in Peru verantwortlich war, das wird sicherlich noch ein bisschen Klimawissenschaft und vielleicht auch IPCC-Daten und so weiter erfordern. Das kann ich nicht beurteilen. Das wird aber bald das OLG Hamm beurteilt haben. Da bin ich ganz sicher. Also ein bisschen natürlich auch eine Bankrotterklärung der Politik, muss man sagen, dass es jetzt die Gerichte riechen müssen. Aber okay. Herr Oswald, Sie wollten was sagen. Nun, letztendlich halte ich das für ein Armutszeugnis, wenn wir über die Gerichte unsere Klimaziele erreichen wollen. Außerdem ist es ein riesen Bürokratieaufwand, den ich absolut ablehne. Das sollte nicht die Lösung sein, wie wir zu besseren Klimazielen kommen, dass wir vor Gericht gehen können. Ich glaube, das Hauptproblem, ein Grundproblem des Ganzen ist ja, dass die Klimaziele uns persönlich überhaupt nicht betreffen. Wir haben das vorhin schon mal diskutiert. Ich als Mensch merke doch gar nichts von diesem Klimaproblem. Freue mich, wenn es im Sommer warm ist wie diesen Sommer. Es geht mir doch gut. Es geht uns ganzen Deutschen gut dabei. Die paar Bauern, die etwas weniger ernten, die werden dann wieder subventioniert. Wir haben doch gar kein Problem damit. Wir haben ganz andere Probleme, die wir bearbeiten, wir Menschen. Deswegen ist es so schwierig, Klimaziele, die so weit weg sind, überhaupt irgendwie zu fassen. Aber sie juristisch zu lösen, halte ich trotzdem für nicht richtig. Mein Gedanke ist eigentlich, wie kriegen wir, ich habe erstmal ein Grundvertrauen in den Menschen. Der Mensch hat sehr viele positive Eigenschaften und die Frage, aber wir müssen ihn irgendwo da packen, wo er ist. Wovon leben wir? Wir haben Angst, wir haben Mut, wir beschützen unsere Familie, wir wollen vorne dran stehen, etwas bewegen. Also diese Eigenschaften, in die wir Energie stecken, die müssen wir in irgendeiner Weise anzapfen, um solche Ziele zu erreichen. Und vielleicht noch ein weiteres ist, dass wir
die Ziele, die wir bringen, deswegen gefällt mir das mit der CO2, mit dem CO2-Preis, die müssen möglichst transparent sein, weil die müssen verstanden werden von einem großen Teil der Menschen. Sonst sind sie akademisch und bleiben akademisch und es wird auch kein Ergebnis bringen. Also die Bevölkerungen in Europa und der Welt müssen verstehen, jawohl, da ist was und dieser Weg führt uns auch wirklich weiter. Also ich möchte als erstes Ihnen, lieber Herr Oswald, doch nachdrücklich widersprechen, dass der Klimawandel den meisten Menschen quasi vorbeigeht. Das Gegenteil ist der Fall. Erstens, die Menschen in den Städten haben das gemerkt. Zweitens, wenn sie Land bewirtschaften, da merken sie es, wenn ihre Ernten drastisch zurückgehen. Die Waldbesitzer merken es, dass sich der sogenannte Brotbaum der deutschen Forstwirtschaft verabschiedet. Und das sind jetzt nicht einige hundert Millionen Euro Schäden, das sind Milliardenschäden, die nur deshalb nicht hier zum großen Proteststurm führen, weil sie sich auf zigtausende von Waldbesitzern in Deutschland letztendlich verteilen. Die Menschen merken es, wenn sie bald durch den Rhein laufen können. In Dresden, wenn in der Elbe so gut wie kein Wasser sich mehr befindet. Also so blöd ist zum Glück die Bevölkerung nicht. Und ich glaube, da können und müssen wir ansetzen. Es gibt eine Grundbereitschaft, die größer ist denn je, tatsächlich endlich auch ernst zu machen mit der Durchsetzung des Verursacherprinzips. Und eine CO2-Bepreisung ist doch nichts anderes als das Verursacherprinzip in einem Bereich, in dem es zu gewaltigen Problemen kommt, tatsächlich auch mit auf den Weg gebracht wird und nicht länger ausgehebelt wird durch falsche Subventionierungsprozesse, beziehungsweise dadurch, dass eben die Hauptopfer dann der gesamten Entwicklung in anderen Regionen dieser Welt sind, beziehungsweise bei uns diejenigen sind, die nicht an den Verhandlungstischen sitzen. Reden wir doch mal. Natürlich hat die Wirtschaft in Deutschland eine viel größere Potenz, der BDI, wenn er sagt, wir können das nicht machen, weil dann unsere Grundstoffindustrie Deutschland verlässt, hat doch ein viel größeres Protestpotenzial als die Millionen Betroffener im Gesundheitsbereich oder in ihrem gesamten Lebensqualitätsbereich durch den bei uns vorhandenen Folgen des Klimawandels. Aber von daher glaube ich, braucht es endlich eine Politik, welche wieder ernst macht mit Verursacherprinzip. Wenn ich sehe, wir kommen nicht mit freiwilligen Appellen, mit freiwilligen Maßnahmen kommen wir nicht weiter, dann müssen wir ernst machen. Und wenn wir als Verband klagen, dann klagen wir doch nicht aus Jux und Tollerei um den Hambacher Wald, sondern weil hier natürlich elementares EU-Recht missachtet wird, beziehungsweise weil hier letztendlich gegen die Gesamtinteressen von zigtausenden von Menschen gehandelt wird. Denn es geht doch nicht nur darum, dass die Betroffenen die Bergarbeiter sind. Natürlich sind es Betroffene, aber die Betroffenen sind auch die zigtausend Menschen, die abgesiedelt werden, die ihre Heimat verlieren. Und wenn man etwas aus der Kommission Unverdächtiges sagen kann, es waren ja nicht zuletzt Berichte über auch die Betroffenen, die zu großer Nachdenklichkeit geführt haben, denn da sind traumatische Vorgänge damit verbunden und die können nicht mit Geld ausgeglichen werden. Und von daher ist der Kreis der Betroffenen doch viel größer, als wir bisher diskutiert haben. Und deswegen ist es, glaube ich, richtig, auch zu anderen Maßnahmen zu kommen. Nur haben wir eine Politik, welche schielt auf die nächste Wahl. Im Moment wird auf die Wahl morgen in Hessen geschielt und es wird auf die nächste Landtagswahl in den ostdeutschen Bundesländern geschielt. Und deswegen passiert nichts. Und das heißt, es braucht einen mächtigeren Druck der Zivilgesellschaft, damit wir endlich die Politik ermuntern, ihre tatsächlichen Eid, den sie geschworen hat, nämlich Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, damit der tatsächlich umgesetzt wird und nicht noch mehr Unheil angerichtet wird. Herr Edenhofer, Sie kommen sofort. Wir haben zwei Wortmeldungen, schon ganz lange. Einmal auf der rechten, einmal auf der linken Seite, bitte. Ich möchte gerne aufstehen.
Angelika Zahn vom BUND. Ich habe eine etwas grundsätzliche Frage zu dem IPCC-Bericht. Es ist ja so, dass wir zum einen die Szenarien und Prognosen der Klimaforscher haben, dann aber auch die Szenarien und Prognosen der Ökonomen und Gesellschaftswissenschaftler, sodass also die Emissionen ja auch sehr stark davon abhängen, welche Wachstumsraten, wirtschaftlichen Wachstumsraten man annimmt. Und da sind in den verschiedenen Szenarien, die Sie zugrunde gelegt haben, alle Szenarien mit Wachstumsraten sowohl in den Industrieländern wie auch in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Und da ist meine Frage, warum gibt es nicht auch ein Szenario, das davon ausgeht, dass wir kein Wirtschaftswachstum in den Industrieländern haben? In den Schwellen- und Entwicklungsländern brauchen wir das sehr wohl. Aber es wäre doch vernünftig, wenn man ein Szenario bis zum Jahre 2100 macht, auch zu überlegen, wie sähe es denn aus, wenn wir kein Wirtschaftswachstum haben, das ja erklärtermaßen, bekanntermaßen sehr stark die Emissionen beeinflusst. Das ist das eine, warum kein Nullwachstumsannahme. Und zum Zweiten finde ich es sehr befremdlich, wir haben jetzt dieses Konzept der planetaren Grenzen. Stellen jetzt fest, wie dieses Konzept der planetaren Grenzen im Bereich Klima aussieht und haben dann ein 1,5-Grad-Ziel, das beinhaltet, dass wir diese planetaren Grenzen zumindest phasenweise überschreiten und diese CO2-Emissionen, die durch dieses Überschreiten entstehen, dann mit einer riskanten Technologie wie Biomasse verbrennen und abschalten das CO2 und dann wieder verpressen, dass wir diese Überschreitung der Grenzen dann sozusagen nachträglich wieder versuchen zurückzuholen. Wäre es nicht konsequenter, hier Szenarien zu machen, die sich tatsächlich innerhalb der planetaren Grenzen bewegen, die ja den Rahmen bilden sollen für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung? Also zunächst mal, Sie stellen eine berechtigte Frage. Ich will nur sagen, ich selber habe bei diesem IPCC-Bericht jetzt nicht mitgearbeitet. Also alle Kritik richtet sie nicht unmittelbar an mich, aber natürlich, sie richtet sie schon. Sie richtet sie natürlich, fangen wir mal mit dem zweiten oder fangen wir mit dem ersten an. Frau Zandt, wir haben ja eine lange Debatte um die Frage des Wachstums und Sie kennen ja meine Haltung dazu. Aber der IPCC hat sehr wohl ein Szenario zugrunde gelegt, in dem in den Industriestaaten nahezu Nullwachstum ist und nur in den Entwicklungsländern. Natürlich, da müssen Sie sich mal die SSP anschauen, die haben sozusagen eine sehr, sehr geringe im weltweiten Schnitt Wachstumstrajektorie. Und da sieht es natürlich ein bisschen anders aus, aber die Frage des Wirtschaftswachstums ist mit dem Emissionswachstum nicht unmittelbar gekoppelt. Und das bringt mich jetzt zur zweiten Frage. Also bei einer Sache, ich bin gern bereit, mit Ihnen darüber zu reden, ob Wirtschaftswachstum notwendig ist oder nicht. Das ist eine wichtige Frage, die kann man vielleicht dann nicht so schnell beantworten. Aber in einem Punkt würde ich Ihnen ganz energisch widersprechen. Ganz energisch. Dieses ganze Thema der negativen Emissionen oder der negativen Emissionstechnologien, das ist mitnichten ein Thema, weil hier im IPCC ein paar Wachstumsfetischisten beieinander sitzen, die einfach nicht vom Wachstum lassen können. Dieses Szenario, das ich Ihnen gezeigt habe, das ist notwendig, um die Prozessemissionen und auch die Emissionen, die aus der bestehenden Infrastruktur kommen, überhaupt zu kompensieren. Also wir sollten uns wirklich jetzt von dieser Illusion freimachen, selbst wenn wir morgen anfangen, mit 6-7% zu reduzieren, haben wir keine 66% Wahrscheinlichkeit, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das geht dann vielleicht für 2, aber nicht für 1,5. Und Sie sollten jetzt nicht Ökonomen und Gesellschaftswissenschaftler für etwas schelten, was Ergebnis eines schlichten Dreisatzes ist. Also wenn Sie 1,5 Grad sagen, dann wir können gern über die Technologien reden. Ich bin überhaupt nicht der Auffassung, dass die Kombination von Biomasse und CCS unbedingt das Beste ist. Da kann man alles drüber reden. Aber bitte, hör mal auf mit dieser Debatte, ein so ehrgeiziges Ziel sich vorzunehmen und dann auch noch zu sagen, das geht mit null negativen Emissionen. Das ist einfach nicht wahr, da sind viele Szenarien gerechnet worden und sagt einem eigentlich schon der schlichte Dreisatz. Der IPCC sagt, wir haben in etwa 420 Gigatonnen noch zur Verfügung, um mit einer 66% Wahrscheinlichkeit 1,5 Grad zu erreichen.
Und ich habe Ihnen ja gesagt, was das sozusagen bedeutet beim Kohleausstieg global und mit welcher Geschwindigkeit, um überhaupt da in die Nähe zu kommen. Das hat aus meiner Sicht, Sie haben einen völligen, einen guten Punkt, wenn Sie sagen, hat der IPCC das mit dem Wirtschaftswachstum gemacht? Ich glaube, der IPCC hat verschiedene Wachstumsszenarien gerechnet und ich stimme Ihnen mit der Wachstumsfrage überhaupt nicht zu. Aber das will ich jetzt nicht diskutieren. Ich will Ihnen einfach nur sagen, dass diese negativen Emissionen nicht das Ergebnis sozioökonomischer Szenarien ist. Also das ist bei 1,5 Grad, besteht da fast kein Spielraum mehr. Wir haben noch eine Frage. Hallo, Antje Boetius, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Wir haben ja jetzt schon verstanden heute oder in der Diskussion, dass es viele Bausteine braucht, die zusammenkommen. Und ich glaube, klar ist auch, dass es weder ohne die Politik noch ohne den Bürger gelingt, umzusteigen. Und Sie haben vorhin auch gesagt, es gibt nicht so viele Beispiele in der Geschichte, wo umgestiegen wurde und alles neu, eine neue Infrastruktur unter erheblichen Verlusten und so weiter. Glaube ich schon, dass es mehrere Beispiele gab, aber die hatten meistens was mit Krieg, Revolution und Opfern zu tun. Wenn man jetzt denkt, man schafft es geplant, dann fehlt doch trotzdem ein Umbauplan, der so aufgestellt ist, dass die Parteien was vorzuzeigen haben, was man als Bürger dann wählen kann. Und da geht es immer wieder darum, da kriegen wir als Wissenschaftler auch sehr viel Vorwürfe, dass wir Ziele haben, aber Wege nicht genug so zusammenbauen können aus unseren verschiedenen Disziplinen und Diskussionen, dass irgendjemand was adoptieren oder sich für was entscheiden kann. Und je öfter ich den Vorwurf höre, desto mehr denke ich darüber nach, wie würde das denn funktionieren? Jetzt haben wir mal eine Kommission oder einen Rat oder dies und das. Aber wir haben es ja, man kann gar nichts wählen als Bürger. Wenn man die Parteiprogramme liest, ist es unmöglich, nach der Idee, ich will jetzt aber Klimaziele haben und umsetzen, was zu wählen. Das ist da gar nichts, keine Unterschiede festzustellen, irgendwelche Ziele. Also es, ja, pass mal. Achtung, wenn man reingeht und sagt, ich will eine Kombination aus der CO2-Steuer, so viel Wald und dies und das, ich nehme das auf mich an Kosten, kann man sowas nicht wirklich im Parteiprogramm finden. Und das finde ich schwierig und da fehlt es mir an Übersetzung der Wissenschaft, der an sämtlicher Akteure, an Zusammenarbeit. Und ich frage Sie, geht da, haben Sie über, was kann man eigentlich tun, damit es klappt, genügend Programm zu haben, genügend Optionsszenarien, damit man sich für was entscheiden kann. Die Frage würde ich an Frau Schlacke gerne weitergeben. Ist unfair, das tut mir leid. Ja, also ich meine, es ist ja auch die Frage, tatsächlich ist die Politik mutig genug, uns auch auf Verzicht zuzumuten, uns Schmerzen zu bereiten. Ich möchte gar nicht jetzt das Verzichtsthema hier großartig thematisieren, weil ich glaube, das ist ein Thema von jedem Einzelnen und Lebensqualität und auch Bewusstsein. Ich möchte anknüpfen, parteipolitische Programme. Frau Boetius, Sie haben gerade gesagt, da finden Sie keinen richtigen Plan. Da sind zwar hehre Ziele, aber der Plan, der Unterbau fehlt. Ich glaube auch, dass die parteipolitischen Programme nicht der richtige Ort sind, um diese Pläne auszubuchstabieren. Das müssen wir an anderen Orten tun. Und das müssen wir beim Klimaproblem auf jeden Fall auf der internationalen Ebene tun. Das machen wir auch, aber wir haben da einen, ja, ich würde mal sagen, den einzig möglichen, derzeit möglichen Weg gewählt. Wir haben gesagt, die Pläne kommen von den einzelnen Vertragsstaaten. Wir haben ein Pledge-and-Review-Verfahren. Wir haben ein globales Ziel, was wir nicht überschreiten wollen. Und wir haben Einzelbeiträge, die dieses Ziel erreichen sollen. Wir haben keine Superbehörde, keine Superregierung, die dann sagt, du einzelner Vertragsstaat hast mit deinem Klimabeitrag aber das erforderliche Ambitionsniveau nun wahrhaftig nicht erreicht. Ne? Trotzdem glaube ich, dass der Weg richtig ist. Nur wir müssen jetzt sehen, also sozusagen, der Plan ohne Inhalte, könnte man sagen. Wir haben Verfahrenspflichten, Berichtspflichten, Informationspflichten. Wo sind die Inhalte? Die müssen jetzt geliefert werden. Nur die Frage ist, ob die Inhalte die richtigen sind. Und da, meine ich, beginnt jetzt die Zivilgesellschaft auf den Plan zu treten. Wir werden Kriterien bekommen, um nachzuweisen, dass bestimmte Ziele, die versprochen wurden, gar nicht erreicht wurden. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass das einzelne Ziel, was von einem Mitgliedstaat verpflichtend
gemeldet wurde, dass das mit unambitionierten Maßnahmen untersetzt ist. Auch das kann man dann nachvollziehen. Wenn wir die Kriterien haben, ist das durch die zivile Öffentlichkeit global messbar. Und dann müssten wir sozusagen die einzelnen verantwortlichen Staaten in erster Linie, aber wir müssen das ja runterbrechen. Ne? Also das ist sozusagen ein Mehrstufensystem. Wir können auf der internationalen Ebene nicht verbleiben. Deutschland muss viel ambitioniertere Dinge vorschlagen als im Klimaschutzplan 2050. Ja, wir müssen ein bundesweites Klimaschutzgesetz bekommen mit verbindlichen Plänen, die dann weiter ausbuchstabiert werden von den Ländern und von den lokalen Ebenen. Die müssen alle eingebunden werden. Das haben wir bislang nicht. Also das sind die Anforderungen, die anstehen. Und diese Pläne können auch wieder geändert werden. Pläne müssen variabel bleiben. Ich muss die überprüfen, Monitoring, und dann muss ich die Inhalte vielleicht neu bestimmen nach bestimmten Zeitläufen. Also das ist sozusagen mein Plan im Kopf. Wir sind da noch nicht und die parteipolitischen Programme sind nicht der richtige Ort. Herr Inhofer, dann Herr Lösch gerne. Es ist ja der Mumm, den Sie vielleicht angesprochen haben, wo Sie sagen, der fehlt uns aber. Naja, also Frau Blitzes hat gesagt, es sind immer Krieg und Revolutionen gewesen, die großen Änderungen hervorgerufen haben. Die haben wir jetzt Gott sei Dank nicht. Noch dann nicht. Bleiben uns eigentlich nur die Fußnoten. Weil ich glaube, Fußnoten können auch revolutionäre Sprengkraft entfalten. Und das ist vielleicht vorher untergegangen. Herr Bonde hat das vorher gemacht. Und das finde ich ist doch total interessant, was da im Augenblick in der EU passiert. Wir werden in Deutschland die Ziele außerhalb des Emissionshandels nicht erreichen. Die EU hat sich enorm ambitionierte Ziele gegeben. Jetzt werden die Emissionsrechte, die da zwischen den Staaten gehandelt werden, plötzlich ziemlich knapp. Und jetzt entsteht in Deutschland ein erhebliches finanzielles Risiko. Da können wir jetzt lange drüber streiten, wie hoch das ist, aber sicherlich so ein oberer Wert sind 60 Milliarden. Und das ist jetzt doch interessant, was da passiert. Da kommt jetzt plötzlich die 60-Milliarden-Zahl ins Spiel, die Deutschland Verpflichtungen hat, und Sie sagen völlig zu Recht, das könnte man besser investieren. Das ist ungefähr dann so ein Preis schon von zwischen 50 und 100 Euro pro Tonne, den man da anlegt. Und dafür kann man also viel Klimaschutzmaßnahmen machen. So, und was sagt jetzt der Finanzminister? Der Finanzminister sagt, ach, das ist mir egal, das holen wir von der Industrie wieder zurück. Ich meine, das ist doch unglaublich. Anstatt, dass der Finanzminister hergeht und sagt, das ist doch jetzt mal ein guter Ansatzpunkt, über eine anständige CO2-Bepreisungspolitik nachzudenken, sagt er, irgendwie holen wir das zurück. Das ist doch absurd. Also was ich sagen will, ist, wir haben eigentlich in der EU, und das ist eigentlich nochmal hier ein wichtiger Akteur in der ganzen Klimapolitik, die eigentlich schon sehr, sehr ambitionierte Ziele formuliert haben, die vielleicht die Ziele nur noch nachschärfen werden, wo Deutschland mitnichten, wir sind nicht mehr Vorreiter. Deutschland ist kein Vorreiter mehr in der Klimapolitik. Wir müssen uns jetzt mal sozusagen von dieser Rhetorik verabschieden. Wir sind diejenigen, die hinterherhinken. Wir müssen jetzt im Augenblick bei den anderen kaufen. Aber anstatt das jetzt als politisches Momentum zu nutzen und zu sagen, jetzt lass uns doch mal drüber reden, was zum Beispiel außerhalb des Emissionshandels, da haben wir ein vollkommen verrücktes Energieabgabensystem, ein völlig verrücktes Energieabgabensystem. Wir reden darüber, dass wir die Sektoren koppeln wollen. Wir reden über Elektromobilität, haben aber trotzdem eine hohe Stromsteuer, die für solche Zwecke vollkommen dysfunktional ist. Und wenn man dann mit Politikern spricht und sagt, wir bräuchten eigentlich eine Energieabgabenreform, was ist dann die Antwort? Dann sagen die, das ist ein Jahrhundertreformwerk. Also wenn eine Energieabgabenreform ein Jahrhundertwerk ist, dann brauchen wir über Klimapolitik nicht mehr zu reden und wir sollten das den Politikern nicht durchgehen lassen, weil der entscheidende Punkt ist, im Augenblick versteckt sich die Politik permanent hinter dem vermeintlichen Wählerwillen, der da mitgeht. Und das ist eine Kommunikationsfrage und das kann die Zivilgesellschaft selber in die Hand nehmen. Sie sind vorher alle aufgestanden bei der CO2-Bepreisung. Die Zivilgesellschaft kann solche Szenarien und solche Perspektiven entwickeln. Und wir können mit der Politik darüber reden und wir müssen endlich jetzt mal die Politik bitten darum, dass sie aufhört, über den vermeintlichen Wählerwillen zu resonieren, den sie so genau zu kennen glaubt, anstatt darüber zu reden, was jetzt angesichts der Herausforderungen der kommenden Generationen unbedingt notwendig ist. Herr Lösch, bitte. Nein, es ist. Also, wir müssen mal versuchen, die Dinge wirklich auf
das zurückzuführen, was zu tun ist. Das haben wir letztes Jahr versucht, in dieser Studie mal klarzumachen, weil man kann jetzt natürlich ja, viel über schönere Ziele, auch über Klagen reden. Ich muss jetzt mal ehrlich sagen, das ist auch eine neue Form des Umgangs mit Menschen aus der dritten Welt, dass man sie hier in Prozesse reinführt. Ich finde das ein bisschen schwierig, aber das wird das Problem nicht lösen. Sie werden neue Technologien, sie werden neue Prozesse, neue Produkte, neue Geschäftsmodelle brauchen. Wir werden eine hoch engagierte Kreislaufwirtschaft entwickeln müssen. Wir müssen die erneuerbaren Energien deutlicher voranbringen. Wir müssen so viele Dinge tun und das sind Dinge, die müssen getan werden. Die muss irgendjemand investieren, irgendjemand muss sie erfinden, sonst ist das alles hier, ich sage jetzt mal, philosophisches Gerede über ein schönes Ziel der Zukunft. Am Ende muss es irgendjemand machen. Und jetzt streiten wir uns über die Frage, nee, wir streiten uns vielleicht gar nicht drum, sondern wir stellen jetzt gemeinsam fest, dass die Politik an dieser Stelle sich ein bisschen schwer tut. Auf der einen Seite sieht sie natürlich, sage ich mal, dass zum Beispiel in Deutschland jeder dritte Euro, der in Deutschland verdient wird, aus der Industrie und den industrienahen Dienstleistungen kommt. Möchte man möglicherweise jetzt nicht spontan darauf verzichten. Also wie alle anderen Staaten überlegt man sich, wie kann ich das alles hinkriegen, ohne dass ich meine Wohlstandsgrundlage kaputt mache. Auf der anderen Seite überlegt man sich, wie kann ich verhindern, dass ich Dinge ins Werk setze, wo mir der Wähler vielleicht in 3 Jahren sagt, das fand ich aber nicht so toll, deswegen wähle ich dich jetzt nicht mehr. Das ist ja das Zweite, worüber wir reden müssen. Und ich glaube, wir müssen der Politik an der Stelle auch ein Stück weit helfen, Wege zu finden. Und da kann natürlich, wir haben diese Diskussion über CO2-Bepreisung geführt. Wir sind uns uneinig bei einem nationalen Zusatz-CO2-Preis zum Thema ETS. Sind wir uns nicht einig. Weil ich glaube, das ETS und mit allem Verlaub, es ist ein Mengensystem und kein Preissystem. Und am Ende wird die Menge weg sein, 2030. Ist denknotwendig so. Und, aber das Zweite ist jetzt genannt worden. Wir haben vorhin drüber geredet, Verkehr, Gebäude. Das ist das, was mich rasend aufregt. Ich sage Ihnen jetzt mal eine andere Anekdote, das ist vergleichbar. Also die Geschichte mit der großen Steuerreform hätte ich jetzt auch erzählen können. Ich referiere mal Gespräche über das Thema Gebäudeenergieeffizienz. Da fordern wir seit Jahren mit allen möglichen BDEW, DGB und anderen und sagen, ihr habt alles versucht, aber die Sanierungsrate bleibt bei 0,9%. Sie müsste auf 2 gehen, haben wir in unserer Studie rausgekriegt. Und wir haben ein komplexes System vorgeschlagen, steuerliche Förderung. Das haben wir nämlich noch nicht probiert. Und wir alle wissen ja, der Mensch hat so seinen Preis für ökologisches Handeln. Herr Brickwede weiß das genau. Die Bereitschaft des EEG zu bezahlen ist ein Ausdruck, wie die Renditen sein müssen, damit Menschen sich so verhalten. Und wenn dann ein Argument kommt, aber ist nicht die Baukonjunktur doch jetzt schon arg überhitzt? Als Argument, warum man das nicht machen will. Wissen Sie, was ich da antworte? Da sage ich, okay, wenn es schlimmer ist, dass die Baukonjunktur überhitzt ist, als das, was anderes überhitzt ist, dann kann es nicht so schlimm sein. Und das finde ich einfach, diese Unfähigkeit, Dinge, Incentives zu entwickeln, auch mal auszuprobieren, um all das, was gemacht werden muss. Und nochmal, es wird vom reinen Wollen nicht passieren. Auch wenn Sie alle täglich beten, Klimaschutz muss kommen, es wird nicht passieren, wenn all diese Dinge nicht gemacht werden. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir da auch mehr die Politik auch unter Druck setzen und Dinge aushandeln. Und es ist komplex, es ist nicht so, dass jetzt einfach hier ein Preis und da ein Preis und dort ein Preis, sondern es sind sehr komplexe, für jede Investition wahrscheinlich sehr unterschiedliche Dinge, die man angehen muss. Aus meiner Logik wäre auch ein CO2-Preis gerade, Konsumsteuern, da könnte man natürlich was machen, aber da kriege ich dieselbe Antwort wie er. Um Gottes Willen, das schauen Sie sich an, wie wir beim Soli miteinander ringen. Sollen wir jetzt eine große Steuerreform machen? Völlig unabhängig, was morgen passiert. Aber das ist das, was uns wirklich auch in der Wirtschaft rasend macht, weil es uns diese Unsicherheit weiterhin gibt. Ich meine, auch dieser 1,5-Grad-Report, was zählt denn jetzt? Ist es 80, ist es 95, ist es 1,5, was ist es denn jetzt? Und deswegen glaube ich, es ist eine große Bereitschaft in der Wirtschaft da, diese Ziele auch mit zu erreichen, weil es für uns auch
und das ist sicher ein Paradigmenwechsel, der sich in den letzten Jahren auch in der Industrie vollzogen hat, auch für uns eine Möglichkeit, eine Modernisierungsagenda ist, auch eine Geschäftschance. Aber wir würden gerne als Industrieland leben dort ankommen. Und das ist das Problem, Zeitlichkeit, Timing, Balance und Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben noch zwei Fragen, glaube ich, aus dem Punkt 3. Die sammeln wir bitte. Und Andreas Unsmann vom Leibniz-Zentrum für marine Truppenforschung in Bremen. Es ist jetzt mehrfach angeklungen in der Runde und ich freue mich über diese Diskussionsrunde. Wir haben Vertreter von der Wirtschaft, von der Wissenschaft, von einem Umweltverband und alle rufen nach der Politik. Was ich erfrischend fände, wenn ein Politiker auf der Bühne wäre und mitdiskutieren würde. Ich begleite den Deutschen Umweltpreis, die Verleihung, jetzt schon seit einigen Jahren und beobachte immer, dass am ersten Tag eine interessante, teilweise wissenschaftliche Veranstaltung ist, wo heftig diskutiert wird. Und dann kommt der zweite Tag, der medienwirksame Tag, an dem wir Nettigkeiten austauschen, an dem sind die Politiker da. Meine Frage an die Veranstalter ist immer versucht worden, in dieser Runde einen Politiker dazu zu holen. Ja, die sind wahrscheinlich alle in Hessen gerade. Wir wollten sagen, ja, Entschuldigung. Also. Ja, Robert Wegering von der Universität Potsdam. Es wurde hier insgesamt die Komplexität des Themas angesprochen. Und das, was mir immer so ein bisschen wehtut, ist, dass wir dann doch wieder sektoral zerfallen. Natürlich ist mit einer CO2-Beprobung, Herr Inhofer schüttelte gleich den Kopf, was Übergreifendes da. Aber wir verharren häufig da auf dieser Ebene und versuchen, andere Bereiche quasi aus der Pflicht zu nehmen, weil wir diese übergeordnete Diskussion führen. Wir werden wieder uns in Katowice treffen und dort sehen, dass wir dann in unsere eigenen Räume gehen. Und wenn wir trotzdem, da muss man nochmal die Politik bemühen, das, was mir auffällt, ist, dass zum Beispiel diese Diskussion, die wir hier geführt haben, zum Beispiel im Moment, wo wir die EU-Politik im Agrarbereich umstellen, die Klimadiskussion verloren haben. Wir gehen hin und unterhalten uns über die gemeinsame Agrarreform dort europäisch und nehmen nicht Abstand von Direktzahlungen bezogen auf die Fläche und denken nicht klimaneutral mit. Wir gehen hinein in ganz neue Bereiche, die komplex sein sollten, die übergreifend sein sollten. Die ganze Digitalisierungsdiskussion ist hier nicht angesprochen worden, die hoch energieeffizient ist, intensiv ist. Es wäre schön, wenn sie energieeffizient wäre. Dies schalten wir wieder hinten an. Wir denken die Digitalisierung, was diesen Bereich angeht, von hinten, anstatt ganz weit vorne in dieser Denkschleife mal zu überlegen, wie wir jetzt in digitalisch gesprochen unsere Algorithmen heute aufbauen und ob wir diese Frage vielleicht direkt vorne mit einbauen können. Das heißt, überall laufen wir in diese Fallen hinein und da würde ich gerne nochmal mahnend den Finger erheben. Ich würde noch eine Frage mit dazu sammeln, dann kommen wir wieder zurück aufs Podium. Ja, ich habe auch eine Frage. Es wurde vorhin angesprochen in einem Halbsatz von wegen Subventionen für den Kohlebau. Und da stellt sich für mich ein kleines Paradoxum. Es wird davon gesprochen, wir haben eine CO2-Bepreisung oder es soll eine CO2-Bepreisung geben und gleichzeitig wird von Subventionen gesprochen, nicht nur für Kohle, auch für andere Bereiche. Da würde ich gerne noch mal eine Erklärung zu haben, wie diese beiden Felder zusammengeführt werden können. Also wie kann man gleichzeitig von Subventionen sprechen und gleichzeitig von einer Bepreisung für CO2 oder ähnliche Sachen? In der Psychiatrie wäre das, glaube ich, klassische Schizophrenie. Oder? Ja. Dieses Thema, die Interessengeleitetheit, ne? Also scheitern wir letztendlich doch daran, dass jeder seine einzelnen Interessen versucht durchzudringen, zu drücken. Das würde ich gerne in die Runde geben. Ich fange mal mit dem einfachsten Thema an, die Subventionen. Also, Sie haben das vorher schon angedeutet, wir subventionieren die Tonne CO2 weltweit im Schnitt mit $150. Ja? Wir haben einen CO2-Preis auf dem Planeten, das Problem, er hat nur das verkehrte Vorzeichen. Das ist unser Problem. Und Sie haben völlig recht, das Abschaffen der Subventionen für die fossilen Energieträger, das ist absolut zentral.
Aber Sie müssen sich das mal anschauen im IPCC-Bericht. Frau Zahn, das ist vielleicht, das sind, Frau Zahn ist schon gegangen. Nein, hier, das ist vielleicht das interessantere Kapitel und da könnten wir uns wieder treffen. Da werden Sie fast nichts finden zur Abschaffung der Subventionen für die fossilen Energieträger. Und es ist ja auch klar, warum das so ist. Da sitzen dann Länder wie zum Beispiel Saudi-Arabien mit drin, die sagen, wir können gerne über 2050-Ziele reden, aber nicht über die Abschaffung der Subventionen für die fossilen Energieträger. Das ist genau das Problem, ehrgeizige Ziele und völlig halbherzige Mittel. Und das ist sozusagen die mühende Ebene, daran muss man jetzt arbeiten. Und aus meiner Sicht ist das jetzt auch notwendig, dass es Institutionen geschaffen werden, die das machen. Und Herr Wickering, das Interessante ist doch, Abschaffung der Subventionen für die fossilen Energieträger, die Klimadebatte in die Reform der europäischen Agrarpolitik einbringen, mit den multilateralen Entwicklungsbanken reden, dass man nicht Kohlekraftwerke weiter subventioniert, das ist der Schritt, den man jetzt gehen muss. In einem gewissen Sinne ist es ja auch, eigentlich auch ein Zeichen zum Optimismus. Vor 5 Jahren waren wir noch gar nicht da. Jetzt sind wir langsam, kommen wir an, wo das Ganze schmerzhaft wird und wo es weh tut. Das heißt auch, wo das Ganze reeller und realer wird. Die große Aufgabe, die wir da haben, ist, glaube ich, dass wir uns jetzt nicht in technische Details verlieren, die man natürlich unendlich bereden kann, sondern dass man ein politisches Momentum beibehält, um eben dann auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie notwendig das ist, zum Beispiel die Subventionen für die fossilen Energieträger abzuschaffen. Und ich meine, da redet keiner drüber und das ist vielleicht auch in Deutschland nicht das große Thema, aber in großen Teilen der Welt ist, vor allem in Indien, ist selbstverständlich lokale Luftverschmutzung ein überragendes Thema. Ja. Und das muss dann sozusagen schon mal diskutiert werden und ich glaube, die Aufgabe, die wir haben, und da sind wir Wissenschaftler vielleicht nicht diejenigen, die da am besten ausgestattet sind dafür, da geht es viel um politische Kommunikation, das politische Momentum aufrechtzuerhalten, dass diese eher technischen Fragen ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, wie enorm wichtig das jetzt in der nächsten Dekade sein wird, ob es uns gelingt, das Klimathema mit der Agrardebatte zu verbinden, mit der Digitalisierungsdebatte und natürlich auch mit der ganzen Frage bei den institutionellen Investoren auf dem Planeten. Das sind ein paar so Beispiele. Aber das ist aus meiner Sicht jetzt die Aufgabe. Ich sehe das aber durchaus positiv, denn jetzt sind wir endlich dort angelangt, wo wir hin müssen, nämlich um Lösungen zu streiten, um das Wie zu streiten. Und Herr Lösch hat vorher mit seiner Studie, die ich hervorragend finde, dass der BDI eine Studie macht, wo es nicht mehr um das Ob geht, sondern um das Wie. Das ist jetzt die Debatte, die wir führen müssen. Und bei dem Wie, da darf es ja manchmal Emotionen geben und ein bisschen eine Leidenschaft, da muss man sie auch streiten können. Und manchmal ist es auch ganz gut, wenn man sie über technische Fragen auch richtig fetzen kann. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir nicht die Argumente nummerieren, sondern den Streit weiter fortsetzen. Wenn wir jetzt da nach Katowice gucken, also wir saßen vorher in kleiner Runde zusammen, da hieß es, ah ja Gott, da werden sie halt wieder ihre Kompromisse schmieden und irgendein paar Regeln aufstellen. Glauben Sie denn, dass von dieser Runde dieser Impuls ausgehen wird, den Sie einfordern? Die große COP24-Gemeinschaft, die Weltgemeinschaft, wenn man so will, oder verläuft es da doch nur wieder im Klein-Klein der Interessen? Haben Sie die Hand gehoben, Frau Schlacke? Ich habe keine Antwort, aber ich würde sagen, das eine tun, das andere nicht lassen. Das meint, Katowice ist wichtig und gibt uns ein internationales Forum, um genau diese Fragen zu diskutieren. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in irgendeiner Weise eine ganz maßgebliche Kehrtwende bei dieser 24. COP erleben werden, wohin auch. Ja, wir müssen die Kriterien ausbuchstabieren und Inhalte festlegen. Was wir brauchen, ist, glaube ich, eine neue Form oder eine Fortentwicklung des Multilateralismus. Wir brauchen, Sie haben das Stichwort eben genannt, neue Koalitionen. Wir brauchen Vorreiterallianzen. Das heißt, Staaten, die vorangehen wollen, obwohl sie nicht unmittelbaren Vorteil davon haben, müssten andere Staaten davon überzeugen, dass das jetzt richtig ist. Der französische Präsident Macron hat etwa eine Kohleausstiegsallianz vorgeschlagen. Das kommt ihm natürlich, fällt ihm vielleicht nicht so schwer mit seiner Atomversorgung im Energiebereich, aber dennoch, das sind Vorschläge, auch CO2-Bepreisung ist vorgeschlagen als Vorreiterallianz, die müssen verfolgt werden und es müssen ganz neue Koalitionen gebildet werden. Und die EU, und das möchte ich nochmal am Ende hier betonen,
tun, spielt hierbei eine ganz zentrale Rolle. Und wenn die EU sich nicht einig ist, da gibt es viele Gründe für, die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise, Brexit-Diskussion, wenn die sich nicht auf dieses Thema der Dekarbonisierung des Wirtschaftssystems jetzt mal konzentriert, dann wird auch die EU nicht fortbestehen. Ja? Dann wird das möglicherweise auch daran auseinanderfallen aufgrund der Uneinheitlichkeit. Und da gibt es eben ganz banale Hürden, wie etwa die EU hat keine Kompetenz, um den Energiemix in den Mitgliedstaaten festzulegen, hat keine Mehrheit, um eine gemeinsame Energiesteuerreform hinzubekommen, weil es eben dort gefühlte Ungerechtigkeiten oder vielleicht auch faktische Ungerechtigkeiten gibt. Und das möchte ich nochmal betonen, die EU muss in diesem Feld Vorreiter sein und muss sich erstmal untereinander einigen. Das ist keine kleine Herausforderung. Ja. Herr Weiger. Ja, kann ich gleich nahtlos anknüpfen an das, was Frau Professor Schlage, Sie soeben gesagt haben. Die EU muss tatsächlich vorangehen, auch weltweit. Das ist, glaube ich, die zentrale Hoffnung, und das heißt natürlich auch jetzt für uns als Teil der Zivilgesellschaft, die Europäische Union muss wieder gestärkt werden durch Bürgerengagement. Und ich kann nur sagen, wir wären in Deutschland national ohne die europäische Umweltgesetzgebung recht und schutzlos. Ob das im Wasserrecht ist, ob das im Naturschutzrecht ist, alle Fortschritte, die wir erzielt haben, gehen auf die Europäische Union zurück. Mit all den Defiziten, aber das bedeutet, für das nächste Jahr wird der Europawahlkampf ein, glaube ich, ganz zentraler Wahlkampf werden, auch wo Bürgerengagement notwendig ist für die europäische Demokratie. Ein zweites, es muss uns klar sein, dass hinter allen Subventionen natürlich, dass die verknüpft sind mit entsprechenden handfesten wirtschaftlichen Interessen und damit mit Machtinteressen und Machtpositionen. Und hinter der Subventionierung des Energiesektors steckt natürlich letztendlich ein Leitbild einer industriellen, arbeitsteiligen Weltwirtschaft. Deswegen wird der Verkehr möglichst verbilligt, hochsubventioniert, nicht nur indem seine externen Kosten auf die Allgemeinheit abgewälzt werden, sondern indem ja auch, Stichwort Infrastruktur, alles extrem hochsubventioniert durch die Allgemeinheit bereitgestellt wird. Das bedeutet, es ist eine der Voraussetzungen für das Wachstum, mit dem wir hier auch bei uns konfrontiert sind. Von daher muss auch darüber eine ehrliche Diskussion geführt werden. Das heißt, wir brauchen letztendlich eine andere Vorstellung von einer arbeitsteiligen Weltwirtschaft, als das bisher der Fall ist. Und von daher glaube ich, ist es richtig, auch den Prozess der Globalisierung, so wie er in den letzten Jahrzehnten gelaufen ist, mehr als kritisch zu hinterfragen. Und das bedeutet, Stichwort noch einmal zur Europäischen Union, auch zur nationalen Politik. Wir haben ein zentrales Grundproblem der Politik, nämlich, dass sie hochspezialisiert ist, dass sie sektoral läuft und dass, Stichwort im klassischen Sektor, Bundesumweltministerium, das kann die Klimaschutzziele vorgehen, hat aber keine Kompetenzen, um sie umzusetzen, denn die Entscheidungen laufen in all den anderen Ministerien, im Wirtschaftsministerium oder im Verkehrsministerium oder im Agrarministerium. Und solange wir das nicht beenden, na, werden wir nicht vorankommen, denn in diesen Ministerien ist natürlich im Regelfall der geballte Widerstand vorhanden, etwas anderes zu tun. Da werden eher Innovationen nicht nur nicht unterstützt, sondern sie werden eher ausgebremst. Also für mich das Tragischste, wenn ich das noch sagen darf, die DBU hat da hier einen großen Anteil auch daran, dass Stichwort die erneuerbaren Energien in Deutschland sich so entwickelt haben. Durch Förderung, durch Unterstützung. Und wir waren das Land der Energiegenossenschaften. Wir waren das Land der
Energiewende von unten. Und das ist in den letzten Jahren systematisch durch Rahmengesetzgebung der Politik verhindert worden. Der Frust ist allgegenwärtig. Und das heißt, wir werden das jetzige Ziel 65% bis 2030 vom jetzigen knapp 40% Sektor mit Sicherheit ohne zusätzliches Bürgerengagement nicht erreichen. Und das haben wir leichtfertig aufs Spiel gesetzt, allein durch eine einzige Aussage, nämlich dass alle diejenigen, die in den Bereich der dezentralen Energiewende investieren und sich dafür engagieren, dass die verantwortlich sind für die Energiearmut an anderer Stelle, weil sie letztendlich die Abkassierer vom Dienst sind. Diese Diskussion ist zugelassen worden zum Schaden unseres Landes. Ich habe das wörtlich der Kanzlerin in einem Gespräch gesagt, dass ich das den schlimmsten Vorgang halte, auch für die Demotivierung unserer Bevölkerung. Das müssen wir umändern. Wir brauchen das Engagement der Menschen wieder für den Klimaschutz, für eine dezentrale Bürgerenergiewende. Denn dann könnten wir eben auch, glaube ich, tatsächlich sorgenfreier in die Zukunft blicken, als es jetzt der Fall ist. Ich würde das Thema gerne noch mal weg von der Politik, von Europa und auch von den Entscheidungen der Frage. Ich denke, wir sind uns inhaltlich einig. Wir wollen eine Dekarbonisierung, wir wollen die Klimaziele erreichen. Aber das ist ja auch eine technische Frage, meine Damen und Herren. Ich bin Ingenieur, ein kleiner Ingenieur, aber ich habe über dieses Thema viel diskutiert. Wir haben im Moment 35% Energieversorgung im Strom über regenerative. Und das haben wir in den letzten Jahren mit massiver Förderung, mit enormen Kosten erreicht. Und das ist ein prima Ergebnis. Wir haben fertiggebracht, dass der Solarstrom billiger ist, dass wir Windkraftanlagen mit relativ niedrigen Kilowattpreisen inzwischen am Markt haben. Aber, meine Damen und Herren, es geht um 35%. Die anderen Prozente werden im Wesentlichen 15% etwa noch durch Kernenergie, der Rest durch Kohleenergie erzeugt in Deutschland. In Frankreich ist die Kernenergie ganz massiv, in Polen und manchen östlichen Ländern ist es wieder die Kohleenergie. Wir haben nicht die Möglichkeit zu sagen, machen wir es doch mal anders, wir machen ab morgen nur regenerativ, ja dann gehen halt die Lichter aus. Diese Frage müssen wir wirklich ernst nehmen. Und wenn wir in Deutschland so mutig sind und sagen, okay, wir machen jetzt nur noch regenerative Energien und ich bin ein Freund von denen, ich habe in allen Bereichen mich engagiert, dann wird es so nicht weitergehen können. Dann werden wir französischen Atomstrom einkaufen in Deutschland. Dann werden wir wahrscheinlich Kohlestrom aus dem anderen europäischen Ausland in unser Netz reinspeisen. Also wir müssen schauen, dass wir eine Lösung finden, die auch wirklich technisch machbar ist. Allein nur, es nur zu wollen, langt nicht. Wir müssen auch was tun dafür. Also die Politik kann nicht entscheiden, dass jetzt die Energie anders erzeugt wird. Darf ich nur eines sagen, ja, damit es nicht im Raum stehen bleibt? Das, was wir jetzt an Atomstrom produzieren, ist unser Export. Wir sind das Europa führende Stromexportland. Das heißt, deswegen, beziehungsweise das sind die Braunkohlenkraftwerke in Deutschland, die so intensiv laufen wie in den letzten Jahren nicht mehr. Den Strom brauchen wir nicht. Okay, da können wir drüber diskutieren. Entscheidend ist, finde ich, dass wir die Verantwortung für unsere Stromerzeugung behalten in Deutschland. Wir müssen sie selber behalten. Wir können nicht sagen, weil wir so ökologisch sind, lassen wir es lieber die anderen machen und wir haben damit nichts mehr zu tun. Und dann stehen wir besser da. Das geht nicht. Ne? Ja gut, der europäische Stromverbund war jetzt auch mal angedacht. Wir haben, bitte, Sie schon lange warten lassen. Barbara Strohschein, Forschungsprojekt, Argumentationsmuster in der Klimadebatte. Danke für die Lacher. Ja, Sie können. Also wir stellen in unseren Untersuchungen, wir machen eine qualitative Sozialforschung zu dem Thema, welche Argumente für und pro, also gegen und für Klimawandel und Klimaschutz herrschen eigentlich in der Bevölkerung vor. Und beides stellen wir fest, sowohl Ihre Behauptung, Herr Weigel, dass eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung da ist, dass der Klimawandel existiert und was man dagegen tun muss, und auch das, was Sie eben erwähnt haben, Herr Oswald, dass eine große Skepsis da ist, eine Angst, eine Wut, eine Resignation in der Bevölkerung. Das kriegen wir in unseren Untersuchungen massiv mit. Wir diskutieren nicht etwa mit Experten, sondern wir diskutieren mit Männern und Frauen, Bürgerinnen und Bürgern aus allen
beruflichen Sparten und aus allen verschiedenen Generationen. Das ist hochinteressant, wie die, wie soll ich sagen, die Überzeugung, dass was geschehen muss und gleichzeitig die Skepsis, dass überhaupt was geschehen kann, vorhanden ist. Diese Frustration ist da. Meine Frage an Sie, welche Rolle soll Ihrer Ansicht nach die Zivilgesellschaft in der Durchsetzung von klimapolitischen Zielen spielen? In der vorletzten Reihe haben wir auch noch eine Frage, die würde ich gleich noch mit einsammeln, bitte. Der denkbar ungünstigste Platz. Jetzt. Sorry, dass ich mich hier hingesetzt habe. Jürgen Weber, ich bin Bürgermeister einer kleinen Kommune in Niedersachsen und wir sind Masterplan-Kommune. Und ich sage jetzt mal, das, was Sie gesagt haben, Oswald, möchte ich gar widersprechen. Wir haben einen Plan aufgestellt, 2050 die Paris-Ziele zu erreichen. Und es geht mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute schon besitzen. Man muss es nur wollen und auch umsetzen. Und auch die Diskussion stört mich zurzeit da vorne sehr, zu sagen, wir gucken Richtung Europa oder Sonstiges. Wir sind in Deutschland. Und ich sage jetzt mal, wir sollten dann wieder vorangehen und erwarte ich Vorbildfunktionen von Bund, von Land, um tatsächlich zu zeigen, wir wollen es. Und das fehlt mir zurzeit gänzlich. Und es wäre ein leichtes, nehmen wir jetzt gerade, wird sozialer Wohnungsbau groß angesprochen, da versucht man schon die Baustandards runterzusetzen. Nein, die müssten eigentlich dahin, dass wir die Ziele 2050 erreichen. Und es wäre ein leichtes, auf unseren Autobahnen 120 oder 130 festzusetzen und wir könnten damit direkt was erreichen. So, auch das spricht ja die Zivilgesellschaft an, die Sie angesprochen haben. Unsere Bereitschaft dazu, tatsächlich unseren Teil zu tragen. Herr Weiger. Also ich glaube, dass das Beste, was die Zivilgesellschaft tun kann, ist, sich ganz konkret für entsprechende Umsetzungsprojekte zu engagieren, Beispiele zu schaffen. Denn wenn Landkreise, ich komme ja aus Bundesland Bayern, das ja nicht zu den zentralen Pionieren der Energiewende zählt, wenigstens bisher, aber wir haben die höchste Photovoltaikdichte in Deutschland. Die ist durchgesetzt worden durch Bürgerengagement von unten in gemeinsamer Zusammenarbeit von Handwerk mit Kommune ist immer entscheidende Rolle. Die Kommune als zentraler Ort des Handelns mit Stadtwerken. Und wenn es solche Beispiele gibt, wo eben tatsächlich dann auch mehr als 100% des Stroms aus regenerativen Energiestamm, wo Power-to-X-Anlagen wie in Haßfurt, einer fränkischen Gemeinde, erzeugt werden, dann ist das, sind das die Beispiele, die überzeugen und die auch den Menschen Mut machen. Und das ist, glaube ich, mehr als bisher noch die Aufgabe der Zivilgesellschaft. Das eine ist tatsächlich Druck auf der Straße, dazu bekenne ich mich auch ausdrücklich, ohne den läuft nichts. Wir haben am 1.12. wieder die nächste große Demo für Klimaschutz in Verbindung mit Katowice in Berlin bzw. in Köln. Je mehr Menschen hier sichtbar auf die Straße gehen, umso größer auch nicht nur die Berichte in den Medien. Ich meine, die Medien haben wir zum Glück jetzt es wieder aufgegriffen. Es gibt inzwischen auch wieder Talkshows, nachdem 200 Talkshows sich mit Flüchtlingen und anderen beschäftigt haben und damit ganz entscheidend zu anderen Diskussionen mit beigetragen haben. Also ich glaube, da ist einiges wieder ins richtige Lot gekommen und je mehr es gelingt, das nach vorne zu bringen, umso mehr wird auch die Politik ermuntert werden, tatsächlich zum Handeln. Also ich glaube, wenn die Zivilgesellschaft hier nicht vorangeht, das Warten auf die Politik, da können wir partiell lange. Das wollten Sie direkt darauf antworten? Wenn nicht? Ja, ich muss da noch was zu sagen. Also ich meine, die Verklärung der mir unglaublich gut bekannten bayerischen Bauern, also die geht mir ein Stück zu weit. Also wenn Sie sehen, dass in Bayern, ich kenne meine Kameraden da unten, ich habe oft genug mit allen Bauern Pachtverträge verhandelt, ich weiß, wie die sind. Also dass jedes noch so kleine Viech jetzt 100 Quadratmeter Unterstand mit Solarpanelen oben hat, das ist der Ausdruck einer hohen, attraktiven, sicheren Rendite. Und dabei bleibe ich. Das ist das Incentive für die Menschen, etwas zu tun. Und das sollten wir uns bei anderen Feldern auch anschauen. Hm.
würde ich gerne noch mal einen Schritt wieder zurück nach Katowice. Also ich konnte diese antibayerischen Umtriebe nicht gutheißen hier. Also wenn es jetzt noch lang so weitergeht, dann fange ich an, den Freistaat zu verteidigen. Ich war diese Woche, Anfang dieser Woche in Bayern und habe erfahren, dass Bayern den Klimaschutz in die Verfassung schreiben will. Und wenn das gelingt, habe ich gesagt, dann werde ich ein Jahr lang in Berlin jeden Vortrag mit dem Satz beginnen, außerhalb Bayerns gibt es kein Leben und wenn es doch eines gäbe, es wäre nicht das Wahre. Aber da freuen wir uns drauf. Ich würde gerne noch mal einen Aspekt mit reinbringen, der auch natürlich schon öfter angeklungen ist. Da geht es um das Thema Gerechtigkeit, eben aber auch um das Thema Generationengerechtigkeit. Frau Ritthaler-André ist da. Sie sind auch letztendlich eine Vertreterin der Generation 1 Jünger sozusagen, die sagt, die Politik, die wir heute machen oder nicht machen, die hat Auswirkungen auf unsere Generation, die wir gar nicht mehr einfangen können. Wie ist denn Ihr Gedanke hier, erste Reihe, Mitte? Was müssen wir, um die Gerechtigkeit herzustellen, was die Generationen angeht, tun? Ja, diese Frage ist natürlich sehr komplex und es stimmt natürlich, dass die jüngeren Generationen betroffen sein werden, aber das geht mir immer sozusagen ein Stück nach weiter weggeschoben. Es ist natürlich schon so, dass die Generationen jetzt auch betrifft. Wir reden nicht nur über einen wärmeren, heißeren Sommer, über kältere Winter. Wir reden auf ganz, ganz lange Sicht eben über Umweltkatastrophen, die kommen werden. Das alles, was die letzten Generationen erarbeitet haben, und da ist mir eben wichtig, nicht nur Wohlstand zu nennen, sondern Sicherheit und Frieden, dass das alles irgendwann in ganz weite Ferne rückt. Also es geht nicht nur darum zu sagen, wir ändern was in einem kleineren Energiesektor, sondern es werden ganz, ganz große, massive Umbrüche kommen, die wir alle nicht erleben, weder ich noch meine 2,5-jährige Tochter auch nicht mehr, sondern eben die Folgegeneration. Und ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig ist, nicht nur für Politikerinnen und Politiker, sondern für uns Menschen generell. Und sei es noch, dass sie in der Wissenschaft tätig sind oder in einem Umfeld, das sich mit Umwelt und Klima beschäftigt, dass es ganz, ganz schwierig für uns ist, das zu denken. Und da geht es schon darum, und das sind die richtigen Wege, glaube ich, dass wir Diskussionen haben, dass wir ganz viele Fragen haben, dass wir Teilaspekte beantworten können, die dann wiederum eben in Engagement münden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich oft höre, die Zivilgesellschaft ist bereit, also wenn ich mich jetzt so mal umhöre in meiner Generation und es ist jemand nicht in der Wissenschaft tätig oder in sozusagen Engagement, das indirekt verknüpft ist auch mit Nachhaltigkeit, mit qualitativem Leben, dann muss ich sagen, wird das schon ganz schön dünn. Also das ist, ja, gut, okay, das ist sehr gut, es wird wissenschaftlich bestätigt. Also es ist wirklich immer wichtig, immer wichtig. Aber dann wird es eben schon schwierig und ich glaube eben, dass diese ganzen Informationen, die müssen eben raus, die müssen in die Bildungspolitik mit aufgenommen werden, die müssen eben an die gesamte Bevölkerung und gut, wenn wir nicht an die anderen Menschen der Welt denken wollen, dann müssen wir eben hier anfangen, aber hier sind sie eben auch noch nicht überall angekommen und deswegen sage ich nicht in meiner Position als Nachwuchswissenschaftlerin, sondern wirklich, das ist auch wichtig, dass man diese Position unterscheidet, meiner Meinung nach. Ich als Privatperson und junge Mutter sage ich, dass diese ganzen Dinge noch nicht angekommen sind, dass die auf jeden Fall verhandelt werden müssen. Und da ist sehr wohl recht ganz wichtig, dass eben die Haftung auch da ist. Der den Schaden verursacht hat, der muss dafür in Rechenschaft, muss Rechenschaft gezogen werden. Das ist in allen anderen Bereichen auch der Fall, nur da noch nicht. Jetzt haben wir viele Argumente gehört und ich würde ganz gern in einer kleinen letzten Runde von Ihnen hören, was glauben Sie denn nun, was wird passieren? Also es ist ja vieles angeklungen, es ist Hoffnung angeklungen, es ist Pessimismus angeklungen, es ist Optimismus angeklungen. Was bringt die COP24? Sind wir auf dem richtigen Weg? Gehen wir die richtigen Probleme an? Sitzen da die richtigen am Tisch? Einmal der Reihe nach. Von links nach rechts. Dem ich jetzt schon des Bayern-Defetismus geziehen wurde. Ich muss jetzt die COP, also da ist jetzt mein Hoffnungswert nicht so wahnsinnig groß. Also da wird, man muss sich ja vorstellen, wir sind jetzt 3 Jahre nach Paris und es wird immer noch
mit geringem Erfolg darüber gestritten, wie ein Regelbuch zur Umsetzung von Paris aussehen könnte. Das ist die eigentliche Aufgabe für Katowice. Also ich will es jetzt gar nicht bewerten, aber ich erwarte mir von Katowice nicht wahnsinnig viel. Für unser Land würde ich mir echt wünschen, dass, und da bin ich völlig bei Herrn Weiger, die, Sie werden es nicht glauben, aber da haben wir völlige Gleichheit. Also die deutsche Energie- und Klimapolitik ist von einer nicht zu überbietenden Inkohärenz. Und das hängt im hohen Maße damit zusammen, dass es im Grunde keine, wie soll ich das sagen, übergeordnete Governance innerhalb der Bundesregierung gibt. Das fordern wir auch schon seit Jahr und Tag. Die, die jetzt klatschen, werden sicher denken, dass ich damit meine, dass das Umweltministerium alles steuern soll. Ich würde es nicht so weit treiben. Mir würde das Kanzleramt schon reichen. Aber das führt dazu, wir sitzen jetzt in dieser Kohlekommission. Ich sitze auch noch in der nationalen Plattform Mobilität der Zukunft. In Kürze gibt es eine Gebäudekommission. Ich habe kürzlich jemanden vom Kanzleramt gefragt, ist euch eigentlich klar, dass all diese Kommissionen irgendwie tolle Ideen entwickeln werden, die am Ende des Tages möglicherweise einen Haufen Geld kosten? Und habt ihr irgendwie einen Überblick, weil selbst bei diesen tollen Steuer- und Einnahmen der letzten Jahre, die jetzt langsam abflachen, dieses Geld wird einfach nicht da sein. Und das ist so einer meiner größten Wünsche an die nationale Politik, multilateral, ich sehe das genau wie alle hier, das muss zur Sorge Anlass geben. Es ist nicht wirklich die Hochkonjunktur von multilateralen, moralisch basierten Politikansätzen. Das wird, fürchte ich, auch noch für eine Weile nicht besser werden. Und in Europa ist eng damit verknüpft, sehe ich viele gute Ansätze. Auf der anderen Seite, um jetzt nochmal Herrn Macron anzusprechen, man spricht ja so selten Regierungschefs an, also von dem Nichtraucher, sprich von jemandem, der 78% Kernenergie im System hat, lasse ich mir ungern einen CO2-Preis vorschlagen. Also das ist so ein St. Florians-Prinzip, verschon mein Haus, zünd andere an. Also die Diskussion wird man mit den Franzosen ein bisschen tiefer führen müssen. Ich glaube, wir brauchen Katowice und wir müssen diesen Weg weitergehen. Ich glaube aber und ich hoffe, dass wir viele, viele Wege finden, die neben Katowice entlang gehen und die vielleicht Katowice dann kreuzen, schneiden und vielleicht kommen die Wege mal zusammen. Ihr Beispiel von der kommunalen Ebene, bottom-up, Akzente zu setzen, das ist ja ein Leuchtturmprojekt, wenn Sie das so erreichen, was Sie sich als Ziel gesetzt haben. Das ist doch die Hoffnung, die wir haben. Und wenn ich nochmal auf meine Klagen zurückkommen kann, auch da merken wir ja, dass Recht durchgesetzt werden kann, nämlich bestehendes Recht, reine Rechtsstaatlichkeit, ne, das vielleicht von den Behörden nicht so intensiv durchgesetzt werden kann. Und auch das sind doch Anstöße. Das ist nicht die Lösung des Problems, aber das stößt nochmal an, und zwar diejenigen, die verantwortlich sind. Also ich habe da Hoffnung, viele Wege führen nach Rom und ich hoffe, dass die sich dann irgendwann verengen und zu einem ganz geradlinigen Weg werden. Mit Mut vielleicht nochmal probieren. Batterie ist all vielleicht. Ja. Ich habe zu wenig Einblick, um hier konkrete Ziele mir zu wünschen. Ich wünsche mir, dass die Politiker es so klar formulieren, dass hinterher die Menschen damit was anfangen können. Das halte ich für ganz wichtig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein konkretes Ziel vielleicht zumindest ein Anfang des Abbaus der Subventionen für die Kohleenergie möglich ist, dass man zumindest über einen längeren Zeitraum das Ganze abschaffen kann. Letztendlich als Unternehmer wünsche ich mir, dass wir möglichst klare Vorgaben kriegen. Ich bin dafür, dass wir einen CO2-Preis einführen oder erhöhen. Wie gesagt, viele Teile der Wirtschaft haben damit nichts zu tun. Ich auch nicht bisher. 45% haben wir gehört. Oder Energiepreise. Wir müssen das spüren, weil das ist der Anreiz, um etwas zu bewegen. Und diesen Anreiz braucht die Industrie, sonst bewegt sie sich nicht. Ja, danke. Ja, den Anreiz braucht nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Politik. Katowice ist deshalb von Bedeutung, weil neben den ganzen internationalen
Fragen ist natürlich immer auch damit eine intensivere Berichterstattung über die gesamte Situation gibt, die Entwicklung, auf die wir zusteuern und uns immer mehr von dem zwingend notwendigen Ziel entfernen. Das ist ja die realistische Beschreibung. Und von daher gibt Katowice natürlich auch die Chance, die Klimadiskussion in Deutschland noch einmal zu intensivieren. Und das ist wiederum die Voraussetzung für entsprechende politische Maßnahmen. Deswegen hat ja völlig zu Recht die Kommission den Auftrag, einen Zwischenbericht zu geben. Und das bedeutet, dass wir eben in dem Zwischenbericht natürlich auch feststellen müssen, dass Deutschland schon längst im unteren Drittel auch der Konkretisierung der entsprechenden Ziele sich befindet. Nicht nur was 2020 geht, sondern dass wir, wenn wir so weitermachen, keine Chance haben werden, das 2030-Ziel zu erreichen. Und zwar in keinem der Sektoren. Und von daher glaube ich schon noch die Chance, tatsächlich damit auch etwas für den Bericht selbst zu bewegen, aber auch die Chance, und dann kommt es nämlich darauf an, der Bericht der Kommission, der dann hoffentlich am Jahresende abgegeben werden kann, ist ja dann die Grundlage für die Klimaschutzgesetzgebung, die in der ersten Hälfte des nächsten Jahres erfolgen muss, weil damit sie spätestens in einem Jahr zum Abschluss gebracht werden kann. Und wenn wir in der Zeit nicht ebenfalls eine intensive Klimadebatte, öffentliche Debatte führen, habe ich die große Sorge, wird sehr vieles, was vielleicht auch an progressiven Vorschlägen in der Kommission enthalten wird, wieder rausgenommen aus finanziellen Gründen. Dann schlägt die Stunde der Finanzpolitiker. Und das ist genau das, was Herr Lösch gesagt hat. Und entscheidend ist, das ist wenigstens auch meine persönliche Erfahrung jetzt in dieser Kommissionsarbeit, wenn es uns nicht gelingt, neben dem Ausstieg aus vor allem der Braunkohle auch Perspektiven, und zwar dauerhafte, zuverlässige, glaubwürdige Perspektiven in den jeweiligen Regionen zu geben, haben wir keine Chance zur politischen Umsetzung. Und ich selbst, auch das darf ich vielleicht noch sagen, hätte es nie gedacht, wie die Debatte um die AfD letztendlich inzwischen die gesamte gesellschaftliche Debatte hier droht abzuwürgen. Und deswegen ist es umso notwendiger, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, eben nicht Versprechungen machen, die nicht eingehalten werden, sondern tatsächlich zu einer Konzeption kommen, die eben über Wahlperioden hinausgeht, die verlässlich ist, die tatsächlich nicht nur den älteren Arbeitnehmern Perspektive gibt. Da gibt es genügend soziale Möglichkeiten, können wir von der Steinkohle lernen, sondern vor allem auch den jungen Menschen eine Perspektive gibt in diesen Regionen. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, denn nur dann wird es auch gelingen, tatsächlich Klimaschutzziele insgesamt in Deutschland zu erreichen. Ich war im April diesen Jahres in Papua-Neuguinea. Und dort sind die Folgen des Klimawandels ziemlich deutlich zu spüren. Und ich glaube, wir sollten diese ganze Debatte um Klima rauslösen aus der Debatte, das Klimaproblem sei ein Umweltproblem. Es ist in der Tat ein Problem der Haftung und der Eigentumsrechte. Das haben Sie völlig richtig gesagt. Derjenige, der heute eine Tonne CO2 oder ein Gramm CO2 emittiert, verursacht vielleicht als Individuum einen kleinen Schaden für die nächsten Generationen und bei den Entferntesten. Aber wir müssen eben auch sagen, um das Klimaproblem zu begreifen, braucht es eben auch eine solche, nicht nur eine Ethik, wie wir den Nächsten gegenüber uns verhalten, sondern denen gegenüber, die uns am ferntesten sind. Also eine Fernstenethik sozusagen. Und das ist ganz wichtig. Und wenn wir über planetarische Belastungsgrenzen reden, dann hat das eine unmittelbare Implikation. Und die Implikation ist,
Wir reden damit sofort über globale Gemeinschaftsgüter der Menschheit, Atmosphäre, Ozeane, Wälder, in einem gewissen Sinne auch Land. Und diese globalen Gemeinschaftsgüter der Menschheit, die werden wir nur dann sinnvoll nutzen, wenn wir eine Vorstellung davon haben, dass es so etwas gibt wie eine globale Haftungsgemeinschaft. Und was mich bestürzt ist, in welchem Umfang diejenigen, die sagen, es ist das Ende des Multilateralismus angekommen, der geordnete Multilateralismus hat keinen Sinn, in welchem Umfang diejenigen, die sagen, Politik ist im Wesentlichen als ein Freund-Feind-Verhältnis zu denken, die globale und die nationale Debatte bestimmen. Und wenn Sie fragen, was die Zivilgesellschaft tun soll, das allererste, was sie tun soll, ist, dass sie sich nicht die Agenda von den Populisten bestimmen lässt, sondern dass wir dafür sorgen, eine aufgeklärte Zivilgesellschaft auch dafür sorgt, dass wir eine aufgeklärte öffentliche Debatte haben. Und eine aufgeklärte öffentliche Debatte kann nicht eine Debatte sein, dass wir uns aufoktroyieren lassen, Politik ist bestimmt durch ein Freund-Feind-Verhältnis. Das 21. Jahrhundert werden wir nur bestehen, wenn wir begreifen, dass wir in zentralen Fragen kooperieren müssen und dass wir eine globale Haftungs- und Solidaritätsgemeinschaft sind. Ich darf mich ganz recht herzlich bedanken für Ihre Teilnahme an diesem Podium. Das waren ganz engagierte, emotionale Appelle. Jeder nimmt, glaube ich, seines mit aus dieser Runde. Wir konnten logischerweise nicht alles beantworten und auch nicht alles auch erschöpfend beantworten. Das wird auch in Katowice nicht passieren, aber ich finde, wir sind ein Stück hoffnungsfroher geworden heute. Ich dürfte Sie bitten, hier noch sitzen zu bleiben. Herr Edenhofer rutscht so ein bisschen auf dem Stuhl rum. Sie müssen zum Zug, Sie dürfen gerne schon gehen, wenn Sie mögen. Und ich darf noch mal Frau Rithaler-André auf die Bühne bitten, die Stipendiatin der DBU war. Und das leitet auch gleich über zu den Postern, die Sie nachher im Foyer noch sehen. Vielen Dank, Herr Edenhofer. Tschüss, gute Heimreise. Und zwar mit dem Thema Klimagerechtigkeit und Klimaschutzpolitik. Ich möchte aber jetzt erstmal, Sie haben es vorhin auch angesprochen, schon die Rolle als normaler Mensch, als Nichtwissenschaftler, sondern als Teilnehmer dieser Diskussionsrunde beleuchten. Wir haben es vorher genannt, den Weitererzählfaktor. Was ist denn Ihr Weitererzählfaktor des heutigen Tages aus dieser Runde? Ja, das ist ja immer schön, dass man dann jemanden raussucht, der alles falsch machen kann am Ende, nämlich genau, das zusammenzufassen und die Hälfte zu vergessen. Also ich versuche es trotzdem mal. Also für mich ist ganz wichtig, dass wir ganz viel eigentlich wissen, dass wir sehr viele Menschen haben, die sich mit diesem wichtigen Thema befassen, dass wir Teilantworten haben, dass wir keine Großantworten alleine geben können. Diese Kooperation, dieses Zusammenrücken wurde angesprochen. Und für mich ist eben auch wichtig zu sagen, dass es wichtig ist, dass es so ein Forum gibt, wie jetzt diese Veranstaltung, wie die DBU, dass es noch weiter natürlich solche Foren geben müsste eigentlich, dass wir zusammenkommen. Denn wenn wir jetzt im anderen Jahr, wären wir vielleicht nicht beisammen gesessen und hätten diese Lösungsvorschläge gefunden. Von daher muss ich schon sagen, dass diese kleinen, detaillierten Fragen, die jetzt hier beiseite geschoben wurden, also da bin ich ehrlich gesagt nicht der Meinung des Podiums, auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache. Ich glaube schon, dass diese Detailfragen, auch die in Katowice geklärt werden müssen, und natürlich ist Paris 3 Jahre her, aber 3 Jahre, um ein wirkliches globales Regelwerk zu schreiben, wenn man sich das jetzt mal auf der Zunge vergehen lässt, ist eigentlich nicht so lang. Das Problem ist aber, dass es so lang ist, weil das Problem so dringlich ist, und deswegen glaube ich schon, dass man da schauen muss, dass man noch mehr auf die Tube drückt, um jetzt eben so das mit der Floskel sagen zu können, dass wir die Zeit nicht verstreichen lassen und dass wir hoffentlich schon Ergebnisse in Katowice sehen. Das ist natürlich nicht das große Erwachen sein wird, und das war Paris für mich persönlich auch noch nicht. Also ja, es war sehr, sehr wichtig, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, aber ich glaube, da fehlt eben noch einiges. Und das müssen wir alle jetzt eben nachlegen. Das hatten wir eben schon erarbeitet. In Ihrer Dissertation haben Sie sich auch beschäftigt mit der Rolle der USA in der Klimaschutzpolitik. Da ist ja nun auch ein bisschen was passiert. Wie sehen Sie die Rolle? Genau. Also ich beschäftige mich aktuell noch. Ich habe noch nicht ganz abgeschlossen. Genau. Ja, ist kein Problem. Ich habe ja eine Babypause gemacht.
Also ich beschäftige mich nicht nur mit USA, sondern auch mit China und Indien. Und gerade auf die Klimagerechtigkeitsfrage, die untersuche ich deshalb, weil ich als Politikwissenschaftlerin der Meinung bin, wenn man die Klimaschutzverhandlungen betrachtet, dann kommt man nicht umhin, die Aspekte Klimagerechtigkeit zu untersuchen. Ich versuche aber natürlich nicht, eine allgemeine Definition von Klimagerechtigkeit aufzustellen. Darum geht es nicht. Also viele Philosophinnen und Philosophen beschäftigen sich damit, sondern mir geht es ganz konkret darum, wie sieht der Diskurs aus? Also was sagen USA, China und Indien? Was sagt die Administrationen? Aber was passiert auch innerhalb der Länder? Und was sind die Klimagerechtigkeitsaspekte? Und da ist eben interessant festzustellen, dass gleiche Argumente verwendet werden, aber mit einem anderen Fazit daraus. Also die Interpretation ist dann jeweils anders. Also wenn es zum Beispiel geht um das Recht zur Entwicklung oder das Recht, emittieren zu dürfen oder darum, dass es eben eine Combat Differentiated Responsibility geben muss. Also man redet über die gleichen Dinge, aber mit unterschiedlichen Ausgangssituationen, und ich glaube schon daran, dass wenn wir diese Aspekte, und sozusagen das ist meine Hoffnung, dass meine Arbeit ein ganz, ganz klein wenig dazu beitragen kann, dass wir besser verstehen, worum geht es und wo können wir anknüpfen, damit die Verhandlungen hoffentlich erfolgreicher werden. Also ich sag mal, der Hoffnungsschimmer wäre, der EU-Kommission an die Hand geben zu können, darüber wird gesprochen, das sind die Hauptaspekte, versucht es doch mal auf anderem Wege, mit anderen Argumenten, dass die drei besser an den Verhandlungstisch kommen. Mhm. Wenn Sie sich darüber noch weiter mit Ihnen, mit Frau Ritthaler-André auseinandersetzen möchten, gerne. Alle Stipendiaten stehen zur Verfügung im Vorraum, haben ihre Poster auch nochmal aufgestellt, wo man sich auch einfach mal ein bisschen durchlesen kann. Ich habe vorhin auch mal geguckt, es gibt tolle Sachen. Gesundheitliche Herausforderungen des Klimawandels, ein Thema. Simulation der Meereisdynamik, auch sehr spannend. Haftungsregeln, da haben wir vorhin drüber gesprochen. Da ging es um was anderes, noch konkreter. Haftungsregeln für die Netzanbindung von Offshore-Windenergiekraftwerken. Auch das natürlich ein spannendes Thema. Katalysatoren für industrielle CO2-Abscheidung. Also ich glaube, ein unglaublich breites Spektrum. Der Abend wird dafür nicht reichen. Aber gucken Sie mal gerne rein, reden Sie mit den Stipendiaten, tauschen Sie sich gerne darüber aus. Natürlich auch untereinander bei Kaffee und Kuchen, das war die gute Nachricht zum Tage. Und Ihnen nochmal aller herzlichen Dank fürs Teilnehmen, fürs engagierte Mitdiskutieren und noch einen schönen Abend. Dankeschön. Danke. Das Mikrofon auf. Ich soll das Shuttle noch ansprechen für die Stipendiaten, das vor dem Hause links. Quatsch, Stipendiaten, nicht Blödmann. Natürlich, die können vielleicht auch mitfahren, die sollen Fahrrad fahren. Nein, für die Umweltpreisträger, das Shuttle startet hier links vor der Messe. Nee, wenn man da rausgeht, links. Hat jetzt keiner mehr zugehört. Jetzt müssen Sie gucken, wie Sie da hinkommen. Ne? Na gut.